Ja, hallo Nordkicker. Wir sind in der Märzfolge von Nordkick, das Quartett. Gerade noch so in den März reingedrückt. Die letzte Folge ist schon ein paar Tage her. Aber umso interessanter die Runde heute mit drei absoluten Top-Gästen, die sich doch bitte dann einmal wie immer von rechts nach links, von mir aus gesehen, von euch aus gesehen, von links nach rechts, selbst vorstellen. Ja, Björn Sörensen, 37 Jahre. Aktuell vereinslos, davor lange beim TSV Bordesholm an der Seitenlinie aktiv als Trainer. Ja, soll fürs Erste reichen, denke ich mal. Ich übergebe. Ich dachte, es wird länger, aber. Nö, erstmal nicht. Patrick Borger, aktuell Torwarttrainer bei Holstein Kiel, 44 Jahre. Mache ich jetzt, mir letztens aufgefallen, glaube ich, jetzt so das 9. Jahr bei Holstein Kiel. Ich glaube, das 8. bei der Liga oben. Denkt man manchmal gar nicht so lange, dass das so lange ist. Dann man hat man das Gefühl, ach, das war meine 4. Saison. Jetzt, ich will nicht sagen, zieht sich schon, aber hat man ganz schön viel schon erlebt. Davor habe ich mich mehr oder weniger als Trainer probiert bei Heikendorf und auch bei Schilksee. Ich sag mal so probiert, weil irgendwann war mir nicht so richtig klar, wo man hin will. Irgendwann habe ich dann doch gemerkt, ich bin doch der Spezialtrainer anstatt der Mannschaftstrainer. Damit komme ich besser klar mit 3, 4, 5, 6 oder vielleicht in der Jugend noch paar Torhüter, als so das große Ganze. Und davor Spieler gewesen, aktiv, immer eigentlich hier so im Land gewesen. Einmal dann ein bisschen weiter, das war dann beim FC St. Pauli. Da war ich, ich glaube, das waren 5 Jahre. Vier oder fünf Jahre, ich glaube 4 Jahre Liga, ein Jahr noch U23 und sonst Altenholz, Neumünster und eigentlich mein Heimatverein war dann so der Suxdorf SV, wo ich herkomme. Bin ich jetzt wieder mit Holstein Kiel auf hier näher rangerückt, also ist jetzt nur noch Luftlinie, glaube ich 250 Meter, also eigentlich wieder back to the roots und ja, da komme ich auch her und wohne, also mein Elternhaus ist glaube ich 800 Meter vom Holstein-Kiel-Platz entfernt und bin ich wieder eigentlich eine große Runde mal bis nach Hamburg und wieder zurück. Weiter habe ich es geschafft. Also über die Elbe habe ich es noch nicht geschafft. Necho? Ja, ich bin Necho Veselinovic, 36 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. Lebe in Heikendorf und trainiere aktuell die Ligamannschaft vom Heikendorfer SV. Und ob ich jetzt das jetzt dabei belasse mit der Vorstellung oder ein bisschen aushole, wie Patrick. Ich habe jetzt die 3. Saison in Heikendorf als Cheftrainer. Davor habe ich als Jugendkoordinator in Heikendorf gearbeitet, wo ich dann bei Schilksee dann meine Co-Trainer-Karriere in Anführungsstrichen beendet habe. Da war ich 4 Jahre, habe sehr, sehr viel erlebt in Schilksee und fußballerisch war ich selber halt auf dem Platz. In der Jugend angefangen, damals in Labö, da bin ich als Kriegsflüchtling mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen und habe da meine ersten Versuche in den Fußball gestartet beim VfL Labö und nach 8 Jahren mussten wir dann wieder zurück nach Bosnien, da war der Krieg wieder zu Ende und habe da natürlich dann auch weiter Fußball gespielt und habe das dann tatsächlich in die Jugendnationalmannschaft geschafft, U16, U17 gespielt und mein großer Wunsch war, einfach wieder zurück nach Deutschland zu kommen und habe mich dann mit etwas über 16 Jahren dann allein auf dem Weg hierher gemacht und bin dann später dann in die Jugend, in die A-Jugend zu Holstein Kiel gekommen und habe da gespielt, A-Jugend Regionalliga, dann sind wir aufgestiegen in die A-Jugend Bundesliga, später dann knapp 2 Saisons in der 2. Mannschaft von Holstein Kiel und bis wir dann irgendwann mit 5 Leuten zu Kiel ausgeliehen worden für ein halbes Jahr, habe da auch nur ein halbes Jahr gespielt, dann zu Komet 2 Saisons und meine letzte Station war tatsächlich als Spieler in Heikendorf unter Miki Mladenovic und habe mich dann mit 23 sehr schwer verletzt, somit war Fußball letztendlich vorbei. Hast du die Sendung gesehen mit Miki?
Ich habe die gesehen. Ja, und klar. Hat er damals auch schon immer Beton für euch geholt? Nee, ich glaube, der Weg war vielleicht zu weit. Aber ja, Micky ist speziell und ich schätze Micky sehr als Mensch und auch als Trainer. Sicherlich gibt es da viele, die da, was seine Trainerarbeit angeht, vielleicht eine andere Meinung sind. Aber für mich war das ein hervorragender Trainer und wir haben heute noch Kontakt. Und von daher hatte ich wirklich eine schöne Zeit als Spieler in Heikendorf unter Micky. Dann eint euch ja alle vier, was? Der war ja auch Trainer in Schilksee, richtig? Da richtig. Ist er von Heikendorf aus hingegangen. Ne? Richtig. Ja, aber bevor wir über Schilksee reden, fange ich erstmal bei dir an, Björn. Du hast den Spitznamen Stolle, oder zumindest nennt dich der eine oder andere so. Erklär mal, woher der Name, von wem der Name kommt und warst du so fair? Ja, ich glaube, Stolle liegt nahe aufgrund der Körpergröße zum Maskottchen von Holstein tatsächlich. Das ist der Hintergrund dazu. Ich dachte, aufgrund von Zweikämpfen vielleicht. Nee, tatsächlich nicht. Ach so. Und bekommen habe ich den Spitznamen damals in meiner Prezer-Zeit. Da habe ich mit zwei Kollegen, die jetzt bei Rot-Schwarz Kiel aktiv sind, und zwar Trainer und Co-Trainer Benno Schodruch und Tobi Nern, die haben den Namen gepflegt in Preetz ordentlich und da bin ich dann als Stolle getauft worden. War dann in unserem Aufstiegsjahr, als wir aufgestiegen sind in die Oberliga, dann halt auch so ein Running Gag und Stolle musste halt immer in den Kreis und musste dann nach den siegreichen Spielen dann immer anheizen mit Jirka Heine zusammen. Da hatten wir eine ganz geile Truppe zusammen mit Timo Bewada noch, Tim Asphal. Das war eine schöne Zeit damals und da ist der Name Stolle entstanden. Ach so. Und inwiefern siehst du bei dir so die Ähnlichkeit mit dem Maskottchen? Geringer. Die großen Füße, würde ich sagen, die passen noch, aber ansonsten habe ich nicht so viel Ähnlichkeit mit Stolle an sich. Also, so, deine. Wir haben komischerweise im Trainerteam einen, der wird auch des Öfteren so genannt. Ja, könnte auch aufgrund der familiären Herkunft sein. Wir nennen uns gerne dann untereinander Giraffe auch, aber insofern liegt Stolle so gar nicht nahe, aber. Ja, habe ich auch schon von gehört, dass ihr einen davon habt. Wie groß bist du denn? 1,98. Ja, das ist nicht klein. Solltest du denn ursprünglich auch mal andere Sportarten machen früher? Nee, das war nie eine Frage. Volleyball, Basketball? Nee, mein Vater kommt aus dem Fußball und ich bin schon mit 3 Jahren mit zum Fußballplatz gelaufen, zum Training von meinem Bruder dann. So, und insofern war ich, nee, ich habe, glaube ich, auch nie was anderes gemacht. Ich war froh, dass ich in der Schule dann immer, wenn Turnen angesagt war oder irgendwie so eine Späße, wurde mir ein Ball hingerollt und dann konnte ich kicken. Also ich kann auch nicht wirklich viel anderes. Ich habe zwar Sport studiert, aber ich war froh, dass ich meine Sportarten auswählen konnte. Fußball, Handball, Baseball, das war in Ordnung. Was war denn dein Jugendverein? Heidersv. Ach so. Heidersv, jahrelang Heidersv. Dann ja nochmal Wechsel zur FD Eider Büdelsdorf. Da dann in der Oberliga nochmal 2 Jahre gekickt. Dann hat mich Heide nochmal abgeworben. Dann bin ich nochmal zum HSV zurückgegangen, 2 Jahre. Und dann 2 Jahre noch Preetzer TSV. Und dann ähnlich wie bei Necio nach einer Verletzung im Gesichtsbereich habe ich dann lange ja für Holstein im Jugendbereich gearbeitet. U23 Holstein nochmal als Co-Trainer. Ja, und dann der gemeinsame Verein, der uns vereint, TSV Schilksee. Ne? Und hast du bei Eider Büdelsdorf an dem Spiel da teilgenommen gegen HSV mit Raphael van der Vaart und Co.? Oder war das nicht nein, die Zeit? Nein, da habe ich nicht noch teilgenommen. Du warst jetzt zuletzt für Bordesholm einige Jahre zuständig und hast Bordesholm zu dem gemacht, was Bordesholm jetzt ist oder bis vor kurzem noch war. Eigentlich solltest du da jetzt auch Liga-Manager oder Sportvorstand oder ich keine Ahnung, wie man das auch immer nennen mag, sein. Auf der Pressekonferenz haben sie auch nochmal irgendwie gesagt, du hättest da auch irgendeinen Vertrag unterschrieben. Warum bist du es jetzt nun doch nicht? Ja, ziemlich vor einem Jahr habe ich mich ja dazu entschieden, das Traineramt im Sommer nicht mehr weiter fortzuführen. Dann gab es ja die Situation, dass an dem Spiel gegen Holstein in der Sommervorbereitung wurde ich ja darüber informiert, dass der eigentliche Neutrainer Thorsten Böker halt sein Traineramt an dem Morgen zurückgezogen hat, samstags morgens, und dienstags war halt Trainingsauftakt der Oberligamannschaft. Und bis dato war eigentlich das Thema, dass ich halt als Ligamanager oder sportlicher Leiter aktiv bin in Bordesholm. Naja gut, dann hat der erste Vorsitzende nach dem Spiel gegen Holstein dann das Gespräch mit mir gesucht und hat
beten, dass ich halt das Traineramt erstmal übernehme. Und ich habe gesagt, gut, ich mache erstmal weiter. Ich lasse die Mannschaft jetzt nicht im Stich. Habe dann die komplette Vorbereitung entsprechend erstmal geplant. Ich hatte Zeit von Samstagabend bis Dienstag. Da war dann Trainingsstart. Die Mannschaft stand soweit. Das war halt in Ordnung. Und habe dann ja bis zum 5. Spieltag, glaube ich, dann das Traineramt ja noch ausgeübt. Und habe danach aber gesagt, dass ich mal tatsächlich eine Pause brauche, so von 4 bis 6 Wochen. Weil durch die Vorbereitung für das Holstein-Spiel, die kurzfristige Übernahme, dann waren doch schon ziemlich viele Themen, die dann auch privat hinten runtergefallen sind. Und da habe ich halt gesagt, ich brauche jetzt mal 4 bis 6 Wochen und dann können wir uns halt an den Tisch setzen und alles weitere besprechen. Hatte aber auch dann dem neuen Trainer Florian Rammer schon gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, zu unterstützen. Bin dann im Oktober zum Gespräch mit dem Vorstand gegangen in Bordesholm und meine allererste Frage, bevor wir überhaupt irgendwas gesprochen haben, war, wollt ihr die Ligamannschaft in Bordesholm abmelden? Das war meine Frage, weil ich vom Co-Trainer, Trainer, von Spielern gehört hatte, oh, da werden so viele Dinge unternommen, die momentan nicht passen. Dinge wurden eingestellt wie Wäsche waschen, Busse waren nicht mehr so zugänglich. Also da war es schon so ein bisschen am Brodeln und da habe ich die Frage gestellt und da hat mich der komplette Vorstand jetzt im Nachhinein angelogen, weil mir ganz klar ins Gesicht gesagt wurde, nee, auf gar keinen Fall, wie kommst du denn darauf? Und das ist doch unser Aushängeschild. Naja, und 2 Wochen später kam halt raus, die wollen die Ligamannschaft abmelden. Das haben sie dann ja auch im Dezember weitergetragen ans Team. Und in dem Moment war für mich klar, dass ich da nichts mehr machen werde. Und insofern bin ich da nicht mehr in Amt und Würden. Ich bin für mich im Guten gegangen. Hat jetzt ein bisschen Fadenbeigeschmack, muss man schon sagen. Und wenn man dann sieht, wie das da aktuell abläuft, ist ja eher im Moment so ein bisschen so ein Hollywood-Verein, würde ich sagen. So mal wird abgemeldet, mal nicht. Und das gleiche Thema hatten wir ja schon vor 2 Jahren in Bordesholm. Da gab es ja schon mal die Situation, wir wollen eventuell zurückziehen. Und da haben wir ja dann mit der Mannschaft ein neues Finanzkonzept aufgestellt. Deswegen, ja, war halt, oder ist halt traurig jetzt zu sehen, wie es jetzt abläuft. Und ich hoffe, dass sie A, die Klasse halten und dass sie dann B, auch wieder ein bisschen in ruhigere Fahrwasser geraten. Und wie ist dein Kontakt allgemein zur Mannschaft, zu Flo? Ja, zu Flo habe ich nach wie vor Kontakt, zu Nordi, dem Co-Trainer, der ja auch mein Co-Trainer war, habe ich viel Kontakt. Wir waren jetzt gerade am Sonntag unterwegs in Todesfelde, haben uns das Spiel da angeguckt. Ich auch. Habe ich gesehen, ich habe natürlich das Video gesehen, was du gedreht hast. Naja, also wir haben noch Kontakt auch zu den Spielern. Wenn ich höre, es gibt eine Zuschauerfrage vielleicht mal, dann also es kommt immer noch mal wieder Kontakt zustande. Und nun haben die Kohle zusammengekratzt, um nächstes Jahr Oberliga zu spielen. Denkst du, die stehen nächstes Jahr vor dem gleichen Problem oder ist das jetzt was Langfristiges? Die stehen vor dem gleichen Problem, sofern sie die personelle Situation nicht lösen, dass jemand sich da mal nachhaltig um Sponsoren kümmert. Also unter mir wurde auch noch so ein Sponsorenkonzept erstellt. Da gab es so ein Sponsorenteam, von dem ist jetzt niemand mehr vorhanden, weil alle, die da drin waren, haben gesagt, nö, wollen wir nichts mehr machen. Und letztendlich liegt es ja an dem Punkt, dass man halt eben nicht nur größere Sponsoren dort in Bordesholm zusammenbringen muss, so wie sie es jetzt mit den Versorgungsbetrieben gemacht haben, sondern es geht halt auch um die Kleinstbetriebe, die dort in Bordesholm sind. Und das wurde jetzt auch versäumt. Und ich glaube, es ist unfassbar schwierig, wenn man jetzt nicht die großen Unternehmen mit den kleineren zusammenbringt. Ich glaube, der Störche-Club macht einem das vor, natürlich auf einem anderen Niveau, aber die haben halt auch irgendwann mal klein angefangen. Und du musst ja den Sponsoren irgendwie auch ein Netzwerk bieten, dass die halt sagen, warum sollte ich jetzt in Bordesholm investieren? Die müssen halt einen Mehrwert erkennen, wenn ich mich da regelmäßig treffe. Und so macht es der Störche-Club ja auf höchstem Niveau letzten Endes vor. Und das war immer so ein bisschen meine Vision, aber das kann man halt als Trainer nicht wuppen. Dann habe ich ja gesagt, gut, dann mache ich das in sportlicher Leiterfunktion, aber da stand man dann auch weitestgehend alleine da und insofern hoffe ich es nicht, aber die Gefahr besteht natürlich, dass im halben Jahr oder im Jahr das gleiche Thema im Bordesholm wieder aufkommt, dass wieder Gelder fehlen und dafür gibt es halt auch intern im Verein zu viele Missgönner, die der Fußballsparte und insbesondere der Ligamannschaft diesen Erfolg und dieses Ansehen im Land nicht gönnen, muss man ehrlicherweise sagen. Na, hast du gesagt, du bist von dir aus im Guten gegangen und ich glaube, wenn ich das so richtig weiß, warst du auch ein günstiger Oberliga-Trainer. Hast du im Nachhinein das Gefühl, dass man dir dankbar ist für das, was du da so geleistet hast? Ja, sicherlich nicht alle. Also ja, der ein oder andere und der erste Vorsitzende hat zumindest, als ich dann ausgeschieden bin, beim letzten Spiel in Pansdorf dann als auch klar gemacht und das habe ich ihm auch abgenommen, so im Nachhinein. Fragt man sich schon, ist das immer so
richtig angekommen und dankt einem das eine. Aber das ist ja so, wie so häufig in der heutigen Zeit. So, man ist so lange gut, solange man abliefert. Und wenn man irgendwann nicht mehr abliefert, dann ist auch relativ schnell vergessen, was man gemacht hat. Das kennt man ja nicht nur aus dem Fußball. Vielleicht im Fußball besonders, aber das haben wir auch in der Arbeitswelt häufig. Patrick, dich habe ich zum ersten Mal kennengelernt. Da warst du auf dem Tennisplatz. Ja. Hast Tennis gespielt, auch für Suxdorf. Warst ein richtig guter Spieler. Da hatte ich keine Ahnung, dass du tatsächlich auch Fußball kannst. Spielst du noch Tennis manchmal? Jetzt könnte man denken, ich hätte diese Frage dir irgendwie weitergegeben, weil ich gerade im Wintertrainingslager, glaube ich, das erste Mal seit 10 Jahren wieder gespielt habe. Und? Und gegen unseren Videoanalysten, der 2-3 Mal die Woche zum Training ging, das hat sich so ein bisschen aufgebauscht, sage ich mal. Wir wollten einfach nur ein bisschen Bälle hin und her spielen, weil ich dachte, ich habe mal wieder Bock da drauf. Und wie es halt so ist, du bist im Trainingslager, es war der freie Tag, auf einmal standen da 10, 15 Leute drumherum, ich glaube, wurde dann Geld gewettet auf so, wir wurden angeheizt, dass wir da spielen, und ich glaube, wir haben dann eine Stunde, ich habe am Ende 4 Matchspiele abgewehrt und 7-6 gewonnen und mein Leben auf diesem Court gelassen. Und ich konnte mich wirklich, also 2 Tage musste ich mich im Training mit Ibuprofen weiter durchkämpfen, mir hat alles wehgetan. Also wirklich hier, auch hier dieser Strang, wenn er mit dem Ball so hoch geworfen war, mir hat wirklich alles wehgetan. Aber man kennt das ja, wenn man irgendwie mal wieder was macht, was man jahrelang nicht gemacht hat. Und hat auf jeden Fall Spaß gebracht, war natürlich auch so ein schöner Betonplatz und sowas. Also nichts irgendwie, wo man sagt, oh, das ist hier irgendwie gelenkschonend. Also das war, jetzt habe ich das zweite Mal nochmal gespielt, wobei der Videoanalyst darf sich hören, weil ich gesagt habe, ich habe meine Karriere beendet, weil ich gesagt habe, ich werde nie wieder gegen ihn spielen. Aber es hat halt wieder irgendwie Spaß gebracht. Es ist wirklich dann wirklich wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht. Findest du? Ja, also man kann es wirklich ganz gut. Also es ist, die Kondition ist so ein bisschen das Problem. Wenn man früher das gemacht hat, dann kommt man da besser in die Ecken. Man ist ja jetzt auch älter geworden und so. Dann guckt man so auf den Nebenplatz. Da stehen auf einmal 2 25-Jährige und die hauen sich die Bälle hin und her und dann sagst, oh ja, da kann ich auch noch hin. Dann denkst du, oh scheiße, ich wäre 20 Jahre älter. Nee, das geht nicht mehr und ich komme nicht mehr in die Ecken. Aber so auf dem Niveau, das hat Spaß gebracht und sowas. Und das Geile ist, ich meine Tennisschläger habe ich ausgeholt. Eine geile Seite sein, die geht immer noch. Also die ist nicht gerissen, das war meine größte Angst. Aber die dehnt sich doch wahrscheinlich im Moment bei jedem Ball. Ja, die lief doch super und geht immer noch. Ist auch nicht kaputt gegangen. Also das ist auf jeden Fall. Nee, die kann auch nicht mehr reißen, die ist zu leicht. Nee, von daher ist meine Überlegung, dass ich jetzt vielleicht, wenn es so in den Sommer geht, wieder mehr spiele. Nur die Sommersaison war noch nie meine Stärke, aufgrund der Größe und so, also natürlich so Aufschlag, Ballwechsel kurz halten, ne? Wenig laufen und der Sandplatz war noch nie was für mich, wenn da immer so ein Kleiner da immer den Ball wie so eine Gummiwand zurückgebracht hat, also, hatte ich gehasst, also von daher, aber auf jeden Fall hat sehr viel Spaß gebracht. Ja, irgendwann wenig später, nachdem ich dich auf dem Tennisplatz gesehen habe, habe ich dich dann tatsächlich auch bei Suxdorf im Tor gesehen. Und dann hat es irgendwie nicht lange gedauert, da habe ich dich irgendwann im Fernsehen gesehen. Also wie schafft man es vom Suxdorfer Torwart irgendwann zu St. Pauli ins Tor? Ja, eigentlich war das alles so nicht geplant, weil ich hatte, glaube ich, also ich glaube, ich war wirklich nicht gut in der Jugend. Also ich hatte immer Spaß am Fußball. Ich bin immer irgendwo hingegangen, wo ich im Tor spielen kann, nicht bloß nicht auf die Bank. Dann habe bei Fortuna Stampe gespielt, also über Kreisliga und dann nach Kunzhagen, die Verbandsliga, habe ich fast 100 Tore bekommen in einer Saison, bin abgestiegen. Bin dann nach Suxdorf und konnte noch ein A-Jugendjahr spielen. Habe gesagt, ah, komm, jetzt gehe ich nach Suxdorf in die zweite Mannschaft. Dann war es halt so, hat auf einmal die erste, da war noch der José, war da und der im Tor und ich habe mit 2 Torwart gesagt, so, oh, wie das immer so ist, war gut, dann war ich 2 Torwart, habe von dem muss ich viel gelernt. Da haben sie das Datum geändert und ich war wieder A-Jugendspieler, also ich war die ganze Zeit A-Jugendspieler und ich glaube dann auch schon in dem Jahr, danach ist der José gegangen nach Felde und Also kurz für die jüngeren Zuschauer, ja, sie haben nicht sein Geburtsdatum geändert,
sondern der Stichtag hat sich irgendwann mal verändert. Also, von 1.8. glaube ich auf 1.1. Genau so, sowas, genau sowas. So, und dann ja, habe ich dann da auf einmal gespielt. Also, und das hilft ja dann wirklich, hilft ja immer, wenn man gerade jung ist, dass man spielt. Am Anfang habe ich dann nur in der zweiten gespielt, in Anführungsstrichen. Das andere war Landesliga Nord damals. Ich weiß gar nicht, was das heute war. Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Nord, irgendwas. Sechste Liga, fünfte Liga vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, bin dann irgendwann nach Altenholz. Und das war ja so damals die ambitionierten Vereine, die drei Felde, Holstein, Altenholz. Und habe dann Probetraining in Altenholz gemacht. Und da war der... Ja, ist Bernd Brexendorf. Ich habe gesagt, ja, komm hierher, mach das. Ich war auch mit dem Henner Preuß, der war da. Es war eigentlich ganz okay. Dann habe ich aber, muss man sagen, zur gleichen Zeit, weil Joselle bei Felde war ja auch noch Probetraining bei Felde gemacht. Das hat mir Bernd Brexendorf mitbekommen. Und das hält mir immer noch, Herr Lütje, ich ja immer noch vor, dass er sagt, ah, oh, damals sind wir zu Altenholz gegangen. Ich habe gesagt, ja, wenn man zu seinem Wort steht, ne, dann muss ich das machen. Ich war ein bisschen dumm damals, muss ich sagen. Aber ja, wie es halt so ist, ne, wenn jemand dich irgendwie da gut findet, dann fährst du da auch nochmal hin, guckst es an. Also wir waren ja halt alle auf einem Niveau. Hat sich ja sowieso ein halbes Jahr später sowieso alles erledigt, weil alle zu Holstein gegangen sind. Und deswegen habe ich dann nur noch in Altenholz gespielt. Die glücklicherweise, was doch eine richtige Entscheidung, sind ja damals in der Oberliga Nord geblieben, haben vierte Liga gespielt. Irgendwann war es da auch vorbei und sind runtergegangen und freiwillig abgemeldet, weil sie es nicht mehr wuppen konnten. Die Oberliga Nord war dann manchmal, hat sich auch immer verändert, ne? Schleswig-Holstein-Hamburg, immer Schleswig-Holstein-Hamburg, Niedersachsen-Bremen und sowas, war eigentlich schon ganz, ganz, ganz gut. Und dann bin ich halt zu Neumünster in die dritte Liga. Und dann irgendwann, und das, also eigentlich dieser Karriereweg ist so ein bisschen komisch, weil das nächste Mal, kann ich mich noch erinnern, stand ich auf der Sportlerparty, hatte mir gerade zwei Cuba Libre geholt, drehe mich um, dann steht Frank Bernhard da, damals Trainer der U23, und sagt, du, ich suche nächste Saison einen Torwart bei St. Pauli. Ich so, oh, lass uns mal unterhalten, hier nochmal den Cuba Libre, lass uns mal jetzt darüber unterhalten. Und dann haben wir uns halt gesagt, ja, komm da hin. Ich habe da ja, keine Ahnung, 400, 500 Euro gespielt, also das war ja nicht die Welt, weil ich gesagt habe, geil, St. Pauli ist ja halt mal was. Und ich glaube, ich habe auch drauf gezahlt, immer mit meinem Golf 2 von A nach B, dass der nicht kaputt gegangen ist. Also das ist also toi toi toi. Und ja, dann irgendwann ein Jahr gut gespielt, nach oben gekommen, die Liga, auch wieder da, der eine Torwart weg, vielleicht kein Geld, habe nicht mehr den aus der zweiten Mannschaft. Dann der nächste sich verletzt, dann spielst du auf einmal, neuen Torwart geholt, der sich gedacht, oh puh, gegen Bayern München muss man nicht gleich das erste Spiel machen, lass den mal machen, kriegt die Hütte voll und dann der hat sich das Ding von alleine erlegt. Derjenige, der aber gesagt hat, du, lass den mal spielen, hat glaube ich nie ein Spiel für St. Pauli gemacht, also außer Testspiele vielleicht. Und von daher ja, sind wir damals aufgestiegen in die zweite Liga. Dann nochmal kurz zweite Liga gespielt, so meinen Stammplatz dann verloren und das, was ich mir da so erarbeitet habe, muss ich auch dann vielleicht mal ehrlich sagen, war denn so, wenn man sich so den Karriereweg so anguckt, war vielleicht dann auch eine Liga zu hoch, ist denn halt so. Also ich denke schon, dass ich so das Optimalste daraus gemacht habe. Ist ja natürlich, da kriegt man immer gleich, ne, so von wegen, da kann nichts und sowas. Ich sage irgendwann, du, ich habe wahrscheinlich das Optimalste rausgemacht, was ich jemals aus so einer Karriere machen konnte, mit Glück, vielleicht ein bisschen mit Können oder sowas. Und dann sind wir, glaube ich, noch zum Abschluss, sind wir nochmal in die erste Liga aufgestiegen und dann bin ich halt, ja, habe ich keinen neuen Vertrag bekommen und bin dann eigentlich wieder, ja, zurück nach Kiel und wollte dann, ja, hier. Eine Überlegung war schon, irgendwas zu machen, aber ich wollte dann auch nicht irgendwie, irgendwo jetzt hin, dritte Liga, vierte Liga, Regionalliga, damit ich dann nochmal unbedingt meine Karriere fortführen kann, dachte ich, das muss es denn nicht sein, also nicht mit Biegen und Brechen. Also dafür bin ich auch immer dann irgendwie zu Heimat verbunden, was ich ja gesagt habe. Ich habe es ja nie über die Elbe geschafft, ne? Und von daher, selbst zu meiner Zeit, wie ich bei St. Pauli gespielt habe, weil war ja nur so ein Projekt. Ich
fahre immer hin und her, dann war es nur zwei, dreimal die Woche. Irgendwann, habe nie in Hamburg gewohnt, ich habe immer in Kiel mein Leben lang gewohnt. Gut, einmal habe ich in Kreuzhagen gewohnt, das ist ja dann schon Kreis Rendsburg-Eckernförde, muss man dann sagen. Aber sonst habe ich es nie hier weggeschafft und von daher ist das dann halt immer so bei mir, dass ich nicht das auf Biegen und Brechen irgendwas was probieren wollte. Und so war dann halt so ein bisschen die Karriere, in Anführungsstrichen Karriere, habe ich dann da, ja, so vollzogen. Und wir haben Glück, dass du heute hier sitzen darfst, denn ursprünglich hast du Interviewverbot. Eigentlich habe ich Interviewverbot, weil ich dann auch über den magischen FC St. Pauli in einem Interview mal ein bisschen hergezogen habe oder mir einfach das so ein bisschen von der Seele reden wollte mit dem da Butsche Rosenfeld damals. Der hat mich immer angerufen, den kann ich auch zu damaligen Zeiten und dann war ich halt immer, fand ich immer dieses Underdog Verhalten von St. Pauli hat mich immer angekotzt, muss ich sagen, weil die immer so getan haben, oh hier und was wir für einen Verein halt gesagt haben, wenn man in der ersten Liga spielt, habe ich dann irgendwann gesagt, dann ist es Underdog, aber das ist ein Verein, der ein wunderschönes Stadion, der ist in einer großen Stadt, der hat Merchandising, Marketing, wahrscheinlich mehr Geld verdient als jeder andere Verein in der zweiten Liga. Und dann habe ich gesagt, da dann halt immer so zu tun, als wenn man so dieser kleine, etwas andere Verein ist, fand ich halt immer so ein bisschen blöd. Und ich fand es immer ein bisschen doof, dass man sich auf andere Sachen konzentriert hat. Also ich finde es gut, auf was sie sich so, ne, aber ich fand immer nur so Fußball. Und das war bei uns immer das Hauptaugenmerk. Und wir hatten auch früher immer sozial sich engagieren, finde ich super. Gerade wenn man so eine Reichweite und Strahlkraft hat wie St. Pauli oder man einem persönlich heutzutage, ja, wie, welche Leute, da finde ich das gut, wenn man sich engagiert. Nur ich finde, erst müsste vielleicht diese Arbeit und das Sportliche kommen und das andere dann nebenbei. Und mittlerweile, glaube ich, ist er jetzt, kann man nicht immer nur vom Tabellenplatz abhängig machen, aber ich glaube mittlerweile ist das jetzt bei St. Pauli mittlerweile so, das hat nichts mit meinem Interview zu tun, weil es nie veröffentlicht wurde. Ich habe es immer noch zu Hause als Word-Dokument und ich hole es dann immer mal wieder raus. Wir lesen das gleich vor. Und seitdem habe ich eigentlich gesagt, hat die große Fresse sprechen gesagt, du darfst nie wieder ein Interview machen. Du hast jetzt erstmal Verbot für 5 Jahre und deswegen ist das mehr oder weniger heute das erste Mal, dass ich wieder was machen darf. Und sie hat eigentlich Angst. Da hast du dir die richtige Sendung gehabt. Mehr oder weniger live ist, sie kann es halt nicht querlesen nachher. Es wird einfach ausgestrahlt und dann müsste sie schon aus dem Internet löschen. So. Und ich weiß nicht, ob du drüber sprechen magst, aber bei Facebook war da mal ein Bild von dir drin. Du wurdest auch mal bei St. Pauli ausgezeichnet auf Mallorca, ne? Ja. Tagesvollste, das ist eigentlich so, das hat meine Frau jetzt eigentlich, die kennt ja eigentlich die Geschichte, weil sie war ja mehr oder weniger live dabei. Mehr oder weniger. Es war halt, wir sind aufgestiegen in die erste Liga und dann waren halt 3 wunderschöne Tage. Also du wurdest halt überall eingeladen, von im Rathaus bis dass mal fettes Brot gesagt hat, komm zu unserem Konzert und was war. Und plus dann nach Mallorca. Und ich habe das Ding halt wirklich, ich glaube in den 3 Tagen habe ich wirklich so 6 Stunden geschlafen, hier und da, bin immer überall hin. Ich glaube, der eine sogar vom Facebook hat mich zum Flughafen gebracht, da haben wir durchgemacht und das ging die ganze Zeit so. Es gab halt nur wirklich ein Problem an der ganzen Sache. Meine Frau war schwanger mit unserem ersten Kind und der Stichtag war 2. Juni. Man weiß ja, Ausstiegsspiele so meistens im Mai. Und ich so, ja du Schatz, alles in Ordnung. Ne? Du, wenn was ist, ich mache nicht so doll und sowas, ein bisschen mit Auge und weiß ja, wie das ist und so ein Flieger ganz schnell und ist ja auch noch nichts los, der Arzt hat gesagt, also und sie sagt, okay, wenn du ein bisschen mit Auge, aber nicht alle 3 Tage machst, sag ich so, ja, Schatz, kein Problem, 2 Tage. Dann kursiert dieses Bild, was dann, glaube ich, auf der Homepage sogar war und ich, früher, ich glaube, was war das, 2010, ist ja jetzt nicht so, dass man das Handy immer so am Mann hatte, auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte 35 Anrufe in Abwesenheit von einer Person und ich hatte halt mal, wollte mal freundlich nachfragen, was diese Schärpe zu bedeuten hat. Und dann ist es, ja, wie es so ist, manche Leute hängen sie ein Jahr. Aber da konnte ich dann schon sagen, ich habe sie schon wieder verloren an so einem anderen Torwart. Von daher, da war es schon vorbei. Also schon der, aber
alles gut, ich war bei der Geburt dabei, alles so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber waren halt wilde 3 Tage. Also von daher, ich habe sie mir auch verdient, muss ich ehrlich sagen. Ja. Sag mal zu meiner Frau, im Nachhinein kannst du darüber lachen. Ne? Noch jetzt gerade ist es ein sehr trauriger Moment. Du bist vielleicht sehr, sehr wütend. Aber in 10 Jahren, da wirst du drüber lachen, habe ich gesagt. In 10 Jahren wirst du drüber lachen. Und, hat sie gelacht? Ja, jetzt lacht sie drüber. Das ist schon gut. Nico, du hast eben erzählt, dass du U15, U16 gespielt hast. U16 oder 17 und dann bist du nach Deutschland gekommen und war da das Thema durch? Also, oder hattest du, man hätte ja auch dann A-Nationalmannschaft oder so, hätte man dann ja auch in Deutschland spielen können, oder? Richtig. Das funktioniert, glaube ich, von den Statuten her. Aber war das Thema allgemein Auswahlspieler zu sein für dich durch, als du nach Deutschland gekommen bist, oder gab es dann auch wieder Kontakte? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin in der Zeit auch nochmal 1-2 Mal zu Testspielen nach Bosnien gefahren. Aber dann war das dann irgendwann, wo ich bei Holstein komplett eingestiegen bin, sprich in die A-Jugend Regionalliga gekommen bin. Die Problematik auch bezüglich Visum, auch immer einzureisen zu dem Zeitpunkt, das ist, wie lange ist es, locker 20 Jahre, schon nochmal schwieriger, als es heute der Fall ist. Von daher war das alles immer nicht so einfach und ich habe mich sehr wohl gefühlt hier in Deutschland und bei Holstein Kiel und habe einfach für mich gesagt, ich möchte hier bleiben und diesen ganzen Aufwand und die Möglichkeiten, die einem schwer gemacht worden sind bezüglich Ausreise, wieder Einreise, weil ich auch keinen festen Aufenthalt hier hatte zu dem Zeitpunkt. Das war halt alles über ein Visum, Besuchervisum, über die Volkshochschule und so weiter. Da hat Holstein sich damals zu dem Zeitpunkt ins Zeug gelegt, um mich dann auch hier zu behalten, dass ich auch für die spielen kann. Und somit war das halt alles auch nicht allzu einfach. Und somit ist es, was die Nationalmannschaft angeht, auch nicht weitergegangen. Hm. So, nun bist du im Trainergeschäft angekommen, hast du gesagt, was waren so deine Aufgaben vorher so als Jugendkoordinator? Also ich meine, das klingt immer gut. Aber was konkret hast du da machen sollen für den Heikendorfer SV und wie nachhaltig ist das noch? Ja, also damit habe ich angefangen, nachdem ich mich schwer verletzt habe. Das muss 2010 gewesen sein. Ich glaube 2011 wollte ich ja nicht komplett Fußball links liegen lassen. Ich konnte auch nicht ohne und nach der Verletzung habe ich dann einfach geschaut, dass ich mich im Trainerbereich dann weiterentwickle, meine Lizenzen mache und Lizenzen, welche hast du? Also ich habe die B-Lizenz. Mhm. Und das eint uns alle vier, glaube ich. Das bei uns drei weiß ich das ungefähr, da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir da alle zusammen auf der Bank saßen. Aber ja, und das war so der Einstieg quasi dann damals als Trainer im Jugendbereich. Ich habe da die Kiddies erstmal trainiert, die in G-Jugend, meine Saison in den F und bin dann als Jugendkoordinator dann da eingestiegen bei Heikendorf und habe einfach versucht, da so ein bisschen Struktur reinzubringen, Trainingsschwerpunkte für die jeweilige Mannschaft und dann festzulegen, was relevant ist für die Mannschaften zu trainieren und so weiter, mit den Trainern zusammen Konzept erstellt, dass das alles ein bisschen Struktur hat und man so einen Faden hat, an dem man sich langhangeln kann und letztendlich dann irgendwann später davon profitiert. So, und, wie gut hat das funktioniert? Haben die Trainer das angenommen? Weil viele sind da ja auch sehr eigen. Ja, da hast du absolut recht. Ich muss sagen, das ging zu Anfang eigentlich ganz gut, weil es sicherlich auch was Neues war zu dem Zeitpunkt, auch in Heikendorf jemand, der sich da so reingehängt hat und das Ganze dann auch versucht hat, irgendwie nach vorne zu bringen. Aber man hat irgendwie nach einer Zeit auch gemerkt, wie du schon sagst, wenn da jemand versucht, einem vielleicht ein bisschen die Richtung anders zu zeigen und was tatsächlich irgendwie sinnvoller ist, wird dann halt nicht wirklich so angenommen. Und das finde ich halt schade. Ich bin immer der Typ gewesen, der versucht hat, immer von vielen zu lernen und bin immer für alles offen gewesen. Und das ist halt immer die Schwierigkeit. Und gerade in Heikendorf, im großen Jugendbereich, gibt das hin und wieder mal den einen oder anderen, den das vielleicht nicht so interessiert. Und irgendwann war ja der Moment, wo Micky dann halt nach Schicksee gewechselt ist und ich habe neben der
Jugendarbeit dann auch unter anderem auch in der Liga so ein bisschen als ein Trainer, Co-Trainer mitgewirkt und damals war Micky ja mit Rainer Horst und ich habe da so ein bisschen spezielle Sachen dann übernommen und wollte auch wieder so ein bisschen bei der Mannschaft sein und Micky hatte mich gefragt und habe ich sehr gern gemacht und dann war der Moment, der Wechsel dann zu Schicksee und da hatte Micky mich gefragt, ob ich mit ihm nach Schicksee wechseln möchte. Und gibt es den Posten Jugendkoordinator jetzt noch bei Heikendorf oder warst du? Nee, den gibt es tatsächlich zur Zeit nicht. Ich weiß nicht, ich glaube eine kurze Zeit danach, ob das noch jemand gemacht hat. Aber jetzt so in der Form und Art und Weise, wie ich das betrieben habe. Ich habe die Mannschaften besucht in den jeweiligen Altersstufen, habe da mit den Trainern gesprochen, Konzepte erarbeitet. Trainingsschwerpunkte gesetzt und die unterstützt bei dem Training und so weiter und so in der Form gibt es das zurzeit auch nicht. Nein. Dann hast du die Liga übernommen und nach dieser Saison hast du gesagt, ist Schluss für dich. Richtig. Dafür hast du persönliche Gründe oder hat es auch was mit dem Sportlichen oder Umfeld zu tun? Also mit dem Sportlichen absolut nicht. Ich fühle mich extrem wohl in Heikendorf. Ich lebe auch seit etlichen Jahren in Heikendorf und habe da selber gespielt und fühle mich total verbunden mit dem Verein, mit dem Umfeld und ich kenne viele Jungs aus der Jugend durch die Tätigkeit als Jugendkoordinator und die Entscheidung ist mir überhaupt nicht leicht gefallen und aber die Zeiten ändern sich. Sprich, ich bin seit eineinhalb Jahren knapp im anderen Beruf. Die familiäre Situation hat sich geändert zu dem Zeitpunkt damals, wo ich dann den Trainerposten in der Ligamannschaft übernommen habe. Mittlerweile zwei Kiddies und die Zeit mit der Familie, die fehlt mir und die vermisse ich total. Und ich glaube, jeder weiß, so gern man auch den Job als Trainer macht und gern auf dem Platz ist, mit den Jungs arbeitet, gleichzeitig bedeutet das auch sehr, sehr viel Arbeit und nicht nur an den Trainingstagen am Wochenende, sondern auch davor und danach und mit Job und Familie und die Freizeit für einen selber und auch die Zeit mit der Familie, effektive Zeit, ist halt einfach sehr gering und man hat tatsächlich halt nur einen Tag, wo man nichts hat, einen Samstag oder einen Sonntag und das ist mir zu wenig und ich möchte mir nicht irgendwann nachsagen, dass ich die Zeit einfach nicht mit der Familie genutzt habe. Und das war jetzt einfach die Entscheidung, wo ich gesagt habe, jetzt sind die Kiddies noch klein und ich möchte das miterleben, wie sie aufwachsen. Und in der Woche ist es ja auch immer schwierig. Man sieht sie vielleicht ein, zwei, maximal drei Stunden, bis es dann ins Bett geht. Dann muss man auch schon wieder zum Fußball oder wie auch immer. Und von daher war das für mich jetzt eine Entscheidung, wo ich sage, für die nächsten vier Jahre, wie auch immer, definitiv Familie im Vordergrund. Und demnach war das absolut keine leichte Entscheidung, weil das ist nicht mal eben, man sagt, man tritt aus dem Fitnessstudio aus und kann irgendwie ein halbes Jahr später sagen, ja, ich trete wieder ein und alles ist beim Alten. Man gibt halt einfach das auf, was man sich ein Stück weit aufgebaut hat und das wird nie wieder so die Mannschaft sein, die ich jetzt hatte und das muss man auch erstmal irgendwie, es muss einem bewusst sein und aber du willst irgendwann mal wieder? Ich denke, dass ich sicherlich irgendwann mal wieder an der Linie stehen werde, aber wie ich eben schon sagte, in der nächsten Zeit definitiv nicht und da steht Familie für mich im Vordergrund. Ja, und wie vertreibst du dir im Moment so die Freizeit? Also guckst du, also ich meine, ich habe dich mal gesehen bei B-Klasse Rossi gegen Eidertal 2. Jetzt hast du erzählt, du warst beim Oberliga-Spitzenspiel. Guckst du häufig auf irgendwelchen Plätzen vorbei oder eher weniger? Nee, das mache ich schon. Also ich probiere schon, mir Spiele anzuschauen, aber jetzt unabhängig irgendeiner Klasse. Also B-Klasse war jetzt dem verbunden, dass es die zweite von Eidertal war, wo ich halt wohnhaft bin und auch viele Bekannte von mir spielen. Jetzt am Wochenende, wie gesagt, war ich mir Todesfeldig in Kiel anschauen. Ich gucke mal bei Rot-Schwarz vorbei. Ich gucke halt auch gerne mal bei Holstein. Also ja, eigentlich gucke ich auch im Fernsehen fast nur Fußball, muss man ehrlicherweise sagen. Also ob jetzt Sky, zweite Liga, erste Liga.
Premier League, also ich gucke schon relativ viel Fußball und ja, Amateurfußball gehört halt auch immer nochmal dazu. Aber man erwischt sich schon, muss man auch sagen, samstags 13 Uhr zweite Liga, 15:30 Bundesliga, 18:30 Bundesliga und 20:30 nochmal zweite Liga. Ich glaube, manchmal, wenn ich keinen Hund hätte oder die Kiddies mal sagen, wir wollen raus, dann würde ich da dauerhaft auf dem Sofa liegen. Also, aber Fußball ist schon immer noch natürlich. Und eigentlich war dein Ziel auch immer, die A-Lizenz nochmal zu machen. Bist du von dem Weg abgekommen oder wirst du das noch realisieren? Nein, sagen wir mal so. Also ich bin vielleicht nicht ganz von abgekommen, aber man muss sich ja mal fragen, was will man am Ende damit? Weil wenn ich die A-Lizenz mache, ist ja die Frage, was bringt mir die? Gut, dann kann ich halt in der Regionalliga trainieren, das ist dann der Zwischenstep. Aber für mich ist fast so die Frage, mache ich die A-Lizenz, um dann noch mal einen draufzusetzen, weil ich dann irgendwann den Trainerjob als meinen Beruf haben möchte. Und das ist utopisch. Das wird für mich nicht mehr in Frage kommen. Dafür bin ich wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile zu alt, um diesen Schritt noch mal zu gehen. Natürlich hat man immer mal wieder Situationen, wo man so denkt, oh, hätte ich damals, also wäre ich vielleicht damals bei Ole in der U23 Co-Trainer geblieben. Da habe ich mich halt gegen entschieden, habe gesagt, ich möchte das. Dann wärst du jetzt Trainer bei Kiel, ja? Dann wäre ich jetzt vielleicht anstelle von Nico bei Kiel. Ja, weil er dann ja Co-Trainer war, das weiß ich. Wer weiß, ne? Also im Fußball geht es ja manchmal auch recht schnell, das hat man ja gesehen, wie bei Patrick, ratzfatz bist du halt auf einmal von Zugsdorf und bis bei St. Pauli. Macht mir halt auch immer noch Spaß und ich würde das jetzt nicht komplett ausschließen, aber erstmal habe ich Fokus auch Familie, beruflich ist man eingespannt so und ja. Nun hattest du mit Boris Holm, sag ich mal, einen der attraktiveren Vereine in unserer Umgebung, also höchste Spielklasse des Bundeslandes, ganz vernünftige Anlage. Wenn du da jetzt warst und du hast die B-Lizenz, also maximal Oberliga ist drin, sonst Co-Trainerbereich irgendwo anders, was für Vereine kommen denn für dich so noch in die Frage? Ist das jetzt eine Bewerbung oder? Nee, das ist eine Frage. Nee, also im Grunde muss das... Man halt hat auch so seine Lieblingsvereine. Ja, im Grunde muss das halt irgendwie, muss man, wenn man zum Gespräch ist, muss man halt, oder muss ich das Gefühl haben, dass das passen kann, dass man da aber auch ein bisschen was bewegen kann. Also ich hätte jetzt nicht irgendwo Lust, einen Verein zu übernehmen, wo man halt da 3-4 Mal die Woche hinfährt, einfach nur just for fun, um da 20 Spieler zu bespaßen. Also man muss halt auch schon irgendwo eine Perspektive sehen und ich muss halt einen Verein haben, der halt auch irgendwie eine gewisse Struktur hat, so, der für irgendwas steht. In Bordesholm konnte ich das jetzt selber mitgestalten, von der Verbandsliga in die Oberliga. Das ist mir halt immer ziemlich wichtig, dass ich auch mit meiner Mannschaft und mit dem Verein, das habe ich auch in Bordesholm gemacht, immer wieder so herausgearbeitet habe, was sind unsere Werte, wofür wollen wir halt stehen als Mannschaft. Also will man jetzt Bordesholm als Kloppermannschaft, wenn die zu Gast sind, wissen alle, oh, jetzt kommt Bordesholm, die Kloppermannschaft, die bolzen den lang und kloppen richtig dazwischen. Oder ist das die Mannschaft, die halt netten, gepflegten Fußball versucht zu spielen? Darum geht es mir halt und das muss halt dann auch bei einem möglichen neuen Verein irgendwie auch mit reinpassen und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, der Verein passt und der Verein passt nicht, dafür kenne ich die Vereine halt auch einfach viel zu wenig. Gut, welche Liga wäre so die niedrigste, wo du hingehen würdest? Wenn alles passt, gehe ich auch in die Kreisklasse B, also es muss halt Spaß machen und es muss halt kompatibel sein mit den Rahmenbedingungen, die man selber hat, Familie, Beruf und dann fange ich auch in der Kreisklasse B an, aber ich habe da jetzt keine Präferenzen, dass ich sage, ich muss jetzt in der Oberliga starten, das überhaupt nicht. Wir haben ja jetzt, kommt mir jetzt gerade nur spontan, weil wir ja da beide bei dem Spiel waren, wo Eiderthal 2 bei Russi gespielt hat. Musst du jetzt übrigens nichts zu sagen, weil das darfst du wahrscheinlich nicht. Finns Vertrag oder Bartels wird ja jetzt bei Holstein nicht verlängert, der wird ja jetzt im Umfeld irgendwas machen. Das bedeutet aber, dass er nicht zu Kilia wechselt, so wie ich das schon mal gehört habe, weil das stand ja im Raum. Und das neueste Gerücht ist ja, dass er, also das ist nicht neu, dass er zum Molfsee geht, aber das Gerücht ist ja durchaus, dass er eventuell für die zweite von Molfsee spielt, um da mit seinen Buddies zusammen zu spielen. Hast du da auch mal was von gehört? Kann ich nichts zu sagen. Ich hab nur gehört, oder ich weiß, dass es kurze Wege sind von seinem Haus, das er gebaut hat, zum Sportplatz in Molfsee. Und dann liegt das vielleicht nahe. Aber dass es auch die zweite sein könnte? Ist eine nette Truppe, die zweite. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, nee, aber ist das nicht riskant? Also, wenn du dann, lass die aufsteigen in die A-Klasse und du kommst da als Ex-Bundesligaspieler an, gibt es da nicht auf der anderen Seite immer einen, der sagt, na, den haue ich jetzt aber um?
Also ist es nicht, umso niedriger du spielst, desto gefährlicher? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass es gut für ihn, je niedriger er spielt, umso geringer sind die Erwartungen. Wenn du bei Kia spielst, dann sagt jeder, ja, vielleicht wenn die vierte, fünfte Liga spielen, oh, jetzt, das ist der Bundesligaspieler, dann ist die Erwartung viel, viel höher und dann passiert sowas und dann kannst du es nicht vielleicht gerecht werden, weil du einfach sagst, eigentlich will ich nur spielen dreimal die Woche und ich trainiere jetzt nicht mehr so richtig und nicht mehr so ehrgeizig. Aber ich glaube, was, wenn du die Möglichkeit hast und sagst, oh, ich will mit meinem Kumpel hier einmal bei einer Teil 2 spielen, ich glaube, das ist, könnte wahrscheinlich eher charmanter sein, dass du dich darüber freust, auch zweimal die Woche Training, einmal die Woche Training, keine Ahnung, ein Spielchen und danach steht eine Kiste in der Mitte und da habe ich viel mehr Lust drauf, als dass du so semi-professionell da irgendwo. Aber ja, muss man da nicht auf seinen Körper so ein bisschen aufpassen? Also wenn man als Bundesligaspieler, der jeden Tag trainiert oder vielleicht zweimal sogar, und wenn du dann in den Amateurbereich gehst und nur einmal die Woche trainierst, dann setzt du wahrscheinlich schnell an, oder? Alles besser als gar nichts mehr zu machen. Also, ich glaube, das gibt es auch zu Genüge. Aber ich glaube gerade nochmal, das, was du eben gefragt hast, ich glaube, die Gefahr in einer höheren Spielklasse, irgendwie in der Regionalliga, sich da zu verletzen, weil da in der gegnerischen Mannschaft einer ist, der sagt so, hier dem Ex-Profi, dem gebe ich jetzt nochmal richtig. Ich glaube, die ist deutlich höher, als ja, wenn man sagt. Du? Ja, ich glaube, weil die einfach auch noch vom Athletischen her dann gewisse Dinge mitgehen können. Und ich glaube, in der A-Klasse ist dann der Unterschied so groß, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, ist jetzt nicht böse gemeint, aber da kann sicherlich ein Ex-Profi vieles auch mit dem Auge regeln und geht dann in gewisse Situationen gar nicht rein, wo es wehtun könnte, was dann in der Regionalliga nicht geht, weil da spielen beide Parteien dann Vollgas. Also würde ich hier einschätzen. Ja, und du hast ja auch hier eine gewisse Verpflichtung. In der Regionalliga wollen wir den Profi haben, so in der Alter 2 kannst du mal sagen, du, ich mache mal 2 Wochen Urlaub, weil gerade Osterferien sind und ich konnte das die letzten 20 Jahre konnte ich das nie oder 15 und jetzt, Männer, ich bin mal weg und da sagt keiner, oh hier, aber du hast doch hier unterschrieben für 450 Euro, du musst doch auf jeden Fall da bleiben und sowas, keine Ahnung, also das ist, ich glaube, das ist, fällt dir dann einfacher und ich glaube, ja, vielleicht bringt das auch mehr Spaß, als wenn du sagst, so, ich gehe jetzt immer eine Runde joggen und sowas. Du sagst, ja. So bleibe ich denn fit, das bringt mir mehr Spaß. Aber das ich bin gespannt, was er macht. Charmante Ansicht. Ja, ich glaube, er ist sich selber noch nicht so hundertprozentig sicher, wie er sein Lebensabend, fußballerischen Lebensabend weiterführen will. Aber ich glaube, da ist er ja auch so, da hat er überhaupt gar keinen Druck oder sowas, wie er was machen soll. Das ist ja das Gute dann bei ihm. Torwarttrainer bei Holstein Kiel. Ich schildere dir kurz, wie Torwarttraining im Amateurbereich, zumindest bei uns, und dass es schon ein gehobenes Torwarttraining abläuft. Da sagt mir der Torwarttrainer in der Regel so, pass mal auf, ich bin diese Woche dienstags da. Wäre cool, wenn ich die Torhüter eine Stunde haben könnte. Dann verhandle ich mit ihm, ob es 55 Minuten sein könnten. Und am Ende haben wir uns darauf geeinigt und man hat eine gewisse Regelmäßigkeit, dass es einmal die Woche für eine Stunde passiert. Wie ist das im Profibereich? Wenn du jetzt jeden Tag Torwarttraining machst, ist es so, dass du vorher weißt, ich habe die Torhüter heute eine Stunde, ich habe sie heute 2 Stunden, ich habe sie heute komplett, wir machen eine extra Einheit, oder ist es urplötzlich so, dass der Trainer sich meldet und sagt, so, jetzt brauche ich die Torhüter. Wie läuft das bei euch? Nee, das wird schon alles besprochen, aber es ist wirklich so ein Unterschied zu, wie ich früher war, da war so, das Torwart war, da war so dienstags, da wurde dann gar nichts mit den Torhütern, hast du 1,5 Stunden hast du was gemacht. Das ist, glaube ich, die letzten Jahre komplett weggefallen, also das ist so 25, maximal 45 Minuten haben wir die Möglichkeit, was zu machen. Hast natürlich immer die Möglichkeit, soll ich jemand Spielform haben, 2 Torhüter, dann hätte ich noch einen dritten und kann da was machen. So ist das nicht. Aber ich glaube, das ist so das Normale, dass man jetzt immer so eine halbe Stunde hat dafür täglich und man ja, bereitet, also eigentlich höre ich mir erstmal an, was die Trainer zu sagen haben, was sie vorhaben, was sie machen wollen. Und ich bereite mehr oder weniger die Torhüter darauf vor, was wir machen. Also wenn jemand sagt, wir machen jetzt ein Kleinfeldturnier, wäre es ja, sag ich mal, kontraproduktiv, wenn ich jetzt sagen würde, oh, heute schönes Flankentraining, das passt ganz gut rein und wir machen ein bisschen Spieleröffnung. Sondern versuchst sie halt darauf vorzubereiten, dass sie optimal darauf vorbereitet sind. Genauso ist es denn mal größere Spielform, dass du sagst, oh, heute können wir mal was machen. Natürlich versuchst du immer deine Themen auch mal
die du bearbeiten willst, ja, so zu machen, aber immer in dem Rahmen. Also wenn wir wollen, können wir auch nochmal 15 Minuten vorher raus, aber es ist halt immer irgendwas hier. Die haben ja dann Athletiktraining, Aktivierung, muss ja auch noch dazu sagen, was so ein Torwarttrainer im Amateurbereich leisten muss, der muss ja sozusagen auch, der muss ja alles machen. Also wir brauchen Rumpfkräftigung, wir müssen Sprünge machen, wir müssen dann auch noch ein bisschen Bälle halten und das fällt ja eigentlich bei mir schon mittlerweile komplett weg. Also ich kann mich ja wirklich nur auf technisch-taktische Sachen konzentrieren, weil dann sage ich nämlich hier seinem Bruder, pass auf, wäre ganz gut, wenn das nächste Jahr die Tore 3 cm höher springen können. Dann sagt der Athlete, okay, das kriege ich hin, kein Problem. Und dann macht er das. So, übertrieben gesagt. Und die arbeiten ja an allen ihren Defiziten. Da muss ich ja gar nicht was machen. Also, sagen wir mal, diese Übung, die man von früher kennt, wo man die erstmal saß und immer die Bälle hin und her. Was man heutzutage auch macht, ich sage, im Amateurbereich ist das auch vollkommen normal und gehört halt auch dazu, weil die haben halt nicht den Kraftraum nebenan, die haben nicht da die Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Also du hast eigentlich nur diesen Fußballplatz, wo du alles irgendwie machen musst. Das ist ja bei Amateurtrainern ja auch so. Die müssen ja, manche haben ein bisschen mehr Glück, dass sie da vielleicht nochmal ein paar Sachen haben, dass sie was machen können. Aber viele Sachen musst du ja halt dann auch irgendwie auf dem Platz bewerkstelligen. Bist ja froh, wenn du mal einen Athletiktrainer hast und der mal eine Einheit macht über eine halbe Stunde. Das haben die eigentlich jeden Tag, Vorbereitung, Nachbereitung. Ich muss mich, deswegen sind dann diese 30 Minuten auch eigentlich vollkommen in Ordnung. Es hat sich so ein bisschen gewandelt, dafür täglich. Und ich kann sie mir dann halt auch immer rausziehen, wann ich will. Trainierst du da nur die Profi-Torhüter oder auch noch mehr im Bereich? Also ich habe mal irgendwann angefangen, habe ich ja eigentlich die Jugend gemacht, irgendwann dann habe ich beides gemacht, da habe ich von der U16 bis zur Liga das gemacht. Irgendwann habe ich dann mal gesagt, boah, Gott, das ist ganz schön viel, da bin ich immer nur die ganze Zeit auf dem Platz und hier und da, weil dann hast du auch noch Auswärtsspiel. Donnerstagabends hast du eine Trainingseinheit gemacht, freitags bis dann zum Auswärtsspiel, Samstag, Sonntag dann nochmal Spielersatztraining, irgendwann habe ich mal, war irgendwas so, wo ich 30 einen Monat lang nur trainiert habe, wo ich gesagt habe, das ist ein bisschen viel, da müssen wir so. Und dann haben wir uns mal ein paar Sachen überlegt, ist natürlich immer noch eine Geldfrage, in der zweiten Liga einfacher, aber haben wir mal so überlegt, so mit dieser Torwartschule, wie wir gemacht haben, dass wir da ein bisschen uns Trainer so sozusagen, dass wir da ein bisschen was wegnehmen können und damit wir uns den Trainer für Holstein bezahlen können. Und jetzt ist es halt so, jetzt bin ich wirklich nur noch für die Liga Torhüter zuständig und im Jugendbereich mache ich sozusagen die Top-Talente, mache ich dann nochmal einmal die Woche. Aber wir sind halt gut aufgestellt. Wir haben, darfst du die namentlich nennen, was so die Top-Talente sind? Das ist das ist kein Problem. Das ist dann zum Beispiel Leo Rotenhagen, der ist ja auch U17-Nationaltorwart. Das ist Tyler Dogan, der ist U18-Nationaltorwart, aber von der Türkei. Und das ist Henry Müller-Kalkow, der ist auch U17, also es sind zweimal U17, einmal U19, das sind so die bei uns so die Top-Talente sind. Ne? Und die haben aber trotz alledem, also das, was ich ja auch mache, das tägliche Training, haben die ja jetzt im Jugendbereich auch. Ne? Früher war es ja wirklich auch so wie im Amateurbereich, also ist mal einer hingekommen und hatte dann, war so früh, wenn er alle 6 Torhüter genommen hat und was mit denen gemacht hat. Und das ist jetzt schon sehr, sehr professionell in den Bereich geworden, auch gerade bei den Jugendtorhütern. Was hast du da selbst so für dich als Torwarttrainer für eine Ausbildung genossen? Also gibt es da eine extra Torwart-Ausbildung? Ich meine, B-Lizenz haben wir jetzt eben vorhin schon erwähnt. Hast du, musstest du die haben oder hast du die freiwillig gemacht? Und was ist dann so Torwart-Lizenzen? Gibt es das, Torwarttrainer? Ja. Ich habe irgendwann angefangen mit der, damals hießen sie anders, es wurde immer, wie halt auch bei den ganzen Lizenzen, immer neu rumstrukturiert und sowas. Irgendwann wollten sie mal CBA machen, sozusagen wie bei den, so, das hieß dann auf einmal nur noch Basis-Torwart-Lehrgang. Da war gar keine Prüfung. Dann gab es den Leistungslehrgang, war glaube ich auch keine Prüfung, deswegen waren es dann keine. Weil wenn man nur ohne Prüfung macht, dann ist es glaube ich keine Lizenz, dann ist es nur ein Schein oder sowas. Und dann haben sie irgendwann jetzt eingeführt die Torwarttrainer A-Lizenz, wollten sozusagen, dass das die Lizenz ist,
die alle Erst- und Zweitliga-Torwarttrainer bekommen, damit sie in diesem Job arbeiten können. Sprich, wie ein A-Lizenz braucht ja auch ein Co-Trainer in der Bundesliga. So, und das haben sie dann irgendwann gemacht, haben sie dann nacheinander die Torwarttrainer angerufen und gesagt, so, du bist jetzt eingeladen, du bist eingeladen. Das einzige Problem ist, man muss halt diesen Basis- und Leistungslehrgang plus eine B-Lizenz. Deswegen habe ich die B-Lizenz gemacht, weil die gesagt haben, man muss auch so ein bisschen Ahnung haben vom Mannschaftstraining oder wie das gefordert ist, damit man das machen kann. So, und jetzt kommt leider, das große Problem, also sie haben sich irgendwann gedacht, so machen wir das, aber es gibt halt auch welche, die sagen, Beispiel, keine Ahnung, manche haben es auch gemacht, obwohl sie so alt sind. Ich sag mal, Gary Ehrmann, der sagt, was soll ich machen? Eine Lizenz, damit ich hier Bundesliga-Torhüter trainiere? Ich habe den rausgebracht, soll ich das Ding leiten oder was muss ich machen? So, übertrieben gesagt. Und da muss jetzt erstmal so den Schnitt, und da muss ich, Gary, du musst aber noch die B-Lizenz machen. Also erst die C und Breitensport, den C und der, und der sagt, ja genau, ihr habt sie. Ne? So, also, von daher, irgendwann wollen sie es mal einführen, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil gewisse aus allen Bereichen Torwarttrainer da waren, also von Dortmund, aus der Jugend, über Wolfsburg Profis, Hertha Profis, auch welche vom DFB, HSV war auch da. Und das war eigentlich sehr interessant. Ist ja wie immer so dieser Austausch, dieses ganze Gesabbel drumherum unten beim Bier oder sowas, in der Eckkneipe da. So, da redet man und man hat natürlich super Austausch, um irgendwann dann auch mal die anderen mal zu besuchen. Also das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Wir haben das so gemacht, dass wir so Mikrogruppen hatten. Und Mikrogruppe Nord, so, damit wir nicht so weit sind, und haben uns dann gegenseitig besucht. Ich hatte Hannover besucht, HSV besucht, Werder Bremen besucht, und dann hat man so einen Tag mal alles vorgestellt, wie das ist, wie, ne, mal Training gezeigt und so. Das ist halt sehr, sehr interessant, wenn man da überall mal hinfährt, und jetzt hat man die Kontakte und kann halt auch mal zur anderen fahren. Jetzt vermischt sich ja, die Fluktuation im Torwartbereich oder Torwarttrainer ist ja nicht so groß, aber manche, die mal bei Dortmund fahren, sind jetzt beim St. Pauli oder die in Kaiserslautern war beim HSV. Also. Oder die bei Bayern waren, sind im Moment arbeitslos. Oder arbeitslos bei Bayern, das kommt auch alles vor. Also von daher, wir haben dann, und das dann auch Lizenz, weil wir eine Prüfung machen mussten. Die war halt so ein bisschen anders, die Prüfung, nicht wie man sie sich in der C-Lizenz, so ein schriftlicher Teil und mündlicher Teil, sondern sehr praxisnah, was ich sehr angenehm fand. Also weil es sehr, ja, das ist ja auch, worauf es ankommt, und nicht Fragen zu beantworten. Ganz kurze Antwort. Wer entscheidet, wer im Tor steht? Marcel Rapp oder du? Schlussendlich der Cheftrainer. Ja. Und wir gehen mal von Holstein weg, damit du nicht über deine eigenen Torhüter reden musst. Wie wichtig oder was kann man wirklich mit einem Torhüter im Profibereich noch verbessern? Nehmen wir mal als Beispiel Heuer Fernandes. Der war vor 3 Jahren... nicht doll und ist auch ein kleiner Torwart, was ja heutzutage schon schnell ausgesiebt wird, und auf einmal hält er überragend. Also wie erarbeitet man das noch im Profibereich? Ja, also ich glaube, so älter man wird, umso schwieriger ist es ja, an diesen Schrauben zu drehen, und du kannst nur noch so ganz kleine Sachen machen, und man macht halt wahrscheinlich aus jemand, der keine gute Flanken kann, machst du jetzt nicht mehr jemand, der mutig rauskommt und Flanken rausholt, und jemand, der vielleicht Fußball nicht so gut ist, aus dem machst du keinen super Kicker mehr. Also das dauert dann halt schon immer ein bisschen, und manchmal ist ja halt die Frage, muss ich Sachen so sehr aufbrechen, damit es, ja, man muss ja erst immer irgendwas kaputt machen, damit man wieder neu anfängt. Ist es so gewollt, oder ist es so, kriegen wir es auch so hin? Also wenn jemand vielleicht keine Flanken, kriegen wir es so hin, dass du wenigstens im Fünfer dir die runterholst, das wäre schon erreicht. Also Elfmeterpunkt musst du nicht mehr, aber Fünfer wäre ganz schön, wenn du da mal einen Ball fangen würdest. Und so. Also ist ja nur ein Beispiel. Oder muss ich jetzt auf einmal einen Torwart, der nur mit dem rechten Fuß aber richtig gut spielen kann, muss ich ihn jetzt beibringen, mit links zu spielen? Ist es jetzt so wichtig, oder hat er muss ich da Zeit verschwenden, damit er dann auch mit links spielen kann? Und ich glaube, das ist halt schwierig, und es ist halt auch ein echt langer Prozess. Und da kommt jetzt jemand an und sagt, hier hast die Weisheit, und Decke auf und alles rein damit. Und in einem Monat ist Heuer Fernandes auf einmal ein ganz anderer Torwart.
Es gehört halt auch in dem Bereich Vertrauen, Selbstbewusstsein, alles gehört dazu. Und ja, und vielleicht sogar Heuer Fernandes passt halt zu Tim Walters Spiel super. Besser geht es halt auch gar nicht. Ja, und hält dann auch gut. Ich fand ihn eigentlich auch davor immer ganz gut. Das hatte immer ein schwieriges Metier, dieses HSV und sowas. Ich fand ihn davor auch nicht schlecht, aber da wird man halt schnell in der Presse geredet, dass du der Schlechteste bist, aber geht auch schnell, dass du manchmal so der Beste bist. Ne? Also kommt immer drauf an, wie es gerade läuft. Nacho. Ja, bitte. Nun steht wie gesagt fest, dass du aufhörst, und deine Nachfolger stehen auch schon fest mit Marc Hungerhecker und Jan Sell. Wie viel Druck ist das? Erhöht das den Druck auf dich selbst jetzt für den Rest der Saison, dass du die ganze Zeit weißt, hier die Nachfolger gucken auch schon zu und ich muss jetzt abliefern, oder wie empfindest du das? Na, also Druck auf keinen Fall. Ich habe meine eigenen Ziele und natürlich auch die Ziele gleichzeitig auch mit der Mannschaft, die wir verfolgen. Und da ich jetzt weiß, dass Marc und Jan ab Sommer dann übernehmen, natürlich, also mein Wunsch ist es, nicht aufzuhören bei Heikendorf und dann abzusteigen, sondern definitiv die Klasse zu halten. Und wir haben sehr hart in der Vorbereitung an vielen Dingen gearbeitet und wollen das alle gemeinsam versuchen, auch wirklich dann auch zu schaffen, in der Klasse zu bleiben. Und wir hatten jetzt einen guten Start ins erste Rückrundenspielen und also Druck in keinster Weise, aber ich will eigentlich alles dafür tun, dass wir die Klasse halten. Das werde ich auch. Das ist das erste Spiel, das du angesprochen hast. Ihr habt 4-1 gegen Getoff gewonnen, das war ein 6-Punkte-Spiel. Absolut. Wie viele Steine sind dir da so vom Herzen gefallen, und wusstest du im Vornherein, dass ihr gewinnen werdet, und war es verdient? Erzähl mal ein bisschen was über das Spiel. Ja, also wir sind ja, ich glaube, am 1. oder 2. Februar mit der Vorbereitung gestartet, und das war schon am ersten Tag das Thema, das erste Spiel gegen Getoff, und hab den Jungs auch direkt auch da klar gemacht und das immer wieder in den Wochen wiederholt und dargestellt, wie wichtig dieses erste Spiel für uns sein wird. Und da Getoff 2 Punkte in der Tabelle über uns stand und wir mit einem Sieg die quasi eine Etage tiefer schicken können und wir da rausklettern, ist ja erstmal für den Start in die Rückrunde enorm wichtig und gleichzeitig natürlich auch für den Kopf und für die nächsten Spiele. Und wir haben uns sehr gut vorbereitet. Wir hatten eine gute Vorbereitung meines Erachtens nach gespielt, und von daher war für mich, muss ich dir ganz klar sagen, klar, ich hatte keinen anderen Gedanken daran verschwendet, dass wir dieses Spiel gegen Getoff verlieren werden, sondern ganz im Gegenteil. Und ich habe es gespürt, dass die Mannschaft enorm heiß ist und an dem Tag alles abliefert, was denen zur Verfügung steht, und so war das auch der Fall. Und absolut verdient in der Höhe. Hätte auch noch mal höher ausfallen können. Wir sind, glaube ich, ab der 70. Minute mit einem Mann weniger gewesen, schießen dann noch mal das 4. Tor zum 4-0 in Unterzahl. Und waren klar die bessere Mannschaft an dem Tag und haben Getoff keinerlei Chancen gelassen. So, und auch wenn sich das im Nachhinein, wenn ich das im Interview höre, von dem Trainer von Getoff, dass das ein gleichwertiges Spiel gewesen ist. Ich weiß nicht, da haben vielleicht 300 oder so ein paar mehr Augen dieses Spiel gesehen und 2 anscheinend ganz anders. Ich weiß nicht, also ich bin ja immer, ich glaube, du hast mich in der Kürze der Zeit auch so kennengelernt. Für mich gehört zum Fußball und insgesamt zum Sport auch Respekt dazu. Und ich habe in der Zeit, seitdem ich ein Trainer bin, nie meinen Spieler in der Öffentlichkeit mal schlecht gemacht, sondern habe das Ganze immer ein bisschen allgemein gehalten und gesagt, wir haben das nicht gut gemacht oder hätten besser machen können oder wie auch immer. Habe nie irgendwelche Worte über den Gegner verloren, sondern ganz im Gegenteil. Von daher gibt es auch leider Trainer, die, ich weiß nicht, ob das ein Fetisch ist oder eine Art Selbstbefriedigung, immer wieder gegen uns schießen, und das war tatsächlich jetzt auch am Wochenende wieder der Fall, und wir haben in den 5 Spielen gegen Getoff, glaube ich, einmal unentschieden, 3-mal verloren, jetzt, glaube ich, mit das wichtigste Spiel gewonnen,
Und jedes Mal im Nachgang kriegt man da Sachen zu lesen, zu hören, wo ich dachte, wie kann das angehen, was soll der Scheiß? Und ich habe kein Interview gehört. Das, ne, also man kann es ja bei der bei UK als Sprachnachricht in Anführungsstrichen. Und hätte ich das im Nachgang gehört, nachdem ich interviewt wurde, dann hätte ich sicherlich das alles noch mal ein bisschen anders von mir gegeben, als ich das da gemacht habe. Und habe auch da gesagt, dass ein Gerdhoff natürlich auch immer gefährlich ist und für ein Tor gut ist und so weiter. Und ich kriege dann halt sowas zu hören und denke, boah, ey, was soll der Kack jetzt zum wiederholten Mal? Also ein bisschen bei der Wahrheit bleiben und auch mal im Vorwege auch mal gesagt, Heidner spielt so ein scheiß Fußball und dies und bolzen nur und können nichts und was weiß ich. Wo ich denke, ey, Mann, an die eigene Nase fassen. Ich glaube, da gibt es genug andere Probleme. Und ob ihr eine Mannschaft so Fußball spielt, die andere so, ist jedem selbst überlassen. Und ich glaube, die Kunst dessen ist einfach, dass man als Trainer merkt, was habe ich für Potenzial in der Truppe? Was kann ich da rausholen? Und wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, jetzt in Corsa, mit denen kann ich jetzt keine 250 km/h auf der Autobahn ziehen. Auch frag mal Stefan Wendt, ich glaube, der kann sowas. Ja. Nee, aber das ist, man muss einfach gucken, welches Potenzial hat man und wie spielt man. Und ich weiß nicht, um von sich so ein bisschen abzulenken, auf andere zu schießen, ist nicht der richtige Ansatz. Und ich bin immer korrekt gewesen und immer ruhig. Und aber irgendwann platzt mir auch der Arsch und weiß nicht, gehört sich meiner Meinung nach nicht. Und wie ich schon sagte, respektvoller Umgang miteinander, das finde ich enorm wichtig. Und ja, anscheinend sieht das nicht jeder so. Und von daher für mich war das auch nochmal, da ich ja jetzt aufhöre, auch persönlich natürlich ja, ein gutes Gefühl zu sagen, ja, jetzt zum Abschluss in Anführungsstrichen, jetzt auch endlich mal gegen Gerdhoff gewonnen und ein wichtiger Sieg und haben die quasi mit 0 Punkten nach Hause geschickt. So. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ich hätte es mir super gerne angesehen, aber ich war am besagten Tag ja auch in Todesfelde. Mir sind allerdings Geschichten erzählt worden und auch Bilder zugeschickt worden. Ist es tatsächlich wahr, dass ein gegnerischer Spieler sich der Einwechslung verweigert hat und stattdessen lieber auf dem Kunstrasen gesonnt hat, also sich hingelegt hat und sich gesonnt hat? Beim Sonntagnachmittag Picknick gemacht, aber das sagt ja auch schon alles, ne? Wenn ich da Dinge höre, dass top vorbereitet die Mannschaft ist und so weiter und alles tippitoppi ist und man das quasi sieht, was da letztendlich alles auch in der Vergangenheit gewesen ist und wie sich das auch an dem Tag auch wieder gespiegelt hat. Und das ist auch wieder genau dieser Punkt, wo ich sagte, respektvoller Umgang. Und wenn ich das vielleicht von beim Trainer oder wie auch immer und andersherum wird das nicht funktionieren. Ich bin so, ich respektiere jeden einzelnen Spieler von mir und erwarte das im Gegenzug auch von den Spielern. Und nur so kann man gemeinsam arbeiten, vernünftig arbeiten und auch Spaß und Freude an dem Ganzen haben. Und so wie du es gehört hast, ist definitiv richtig, ja. Ja, ich habe da ein Bild gesehen, wie er so wirklich lang auf dem Rasen, auf dem Kunstrasen liegt und sich die Sonne gut gehen lässt. Und, ja. Ich glaube, das war beim 4-0 oder 4-1 dann auch nachher, ab der 75. Minute, hat er dann die Einwechslung dann verweigert, ja. Richtig. Inwieweit bist du bei Heikendorf in die Planung noch für die nächste Saison eingebunden, also vielleicht auch was Neuzugänge angeht oder ja, weiß ich nicht, inwiefern macht man da einen Übergang oder ist das, sagst du mit dir, so, das ist mir egal? Nee, also egal ist mir das auf keinen Fall und ich bin ja hin und wieder auch mal mit Marc im Austausch, ich bin mit Jan Sell auch sehr gut und von daher, was die Planung an sich angeht, sind die beiden letztendlich dafür zuständig. Ich hatte, ich glaube, ich irgendwann Anfang Januar dann auch mal mit den A-Jugendlichen gesprochen, die das Potenzial haben, dann auch bei uns in der Ligamannschaft in der nächsten Saison zu spielen. Und die hatten dann sich auch dafür ausgesprochen, dann auch in der Liga zu spielen. Zwischenzeitlich war das so, dass 2, 3 sich das wieder so ein bisschen doch anders überlegt haben, aber jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern auch dann letztendlich auch für den Heidenhof SV zugesagt haben. Und ich bin schlussendlich aus der Planung für die nächste Saison raus und das bleibt Marx und Jans Aufgabe.
Gut, ich möchte einmal kurz noch mal was erzählen. Ich mache hier jedes Mal Werbung für Jobvermittler sozusagen. Und ich habe immer gesagt, hier über Nordkick könnt ihr Jobs neu bekommen über Talentschuppen und Nazareth Personal. Und jetzt habe ich tatsächlich mal mehr oder minder wieder am eigenen Leib erfahren, wie gut das funktioniert. Denn ein Spieler von mir hat mich letztens darauf angesprochen und sagt, Ole, ja, du kannst doch irgendwie da Jobs vermitteln. Ich bräuchte einen neuen Job. Und dann habe ich Volkmar Meier angerufen, beziehungsweise ihm eigentlich nur eine WhatsApp geschickt. Habe gesagt, hier, pass mal auf, ich habe einen Spieler, der braucht einen neuen Job. Da hat Volkmar Meier mir sofort, also Volkmar Meier ist der Geschäftsführer von Talentshop, hat mir sofort eine Nachricht geschickt, Telefonnummer, Name, da soll er anrufen. Der Spieler hat da angerufen, der Herr am anderen Ende hat gesagt, ja, kümmere ich mich drum, also das und das suchst du, alles klar, ich kümmere mich um den Job. Ja, zwei Wochen später hat er einen Anruf gekriegt, pass mal auf, morgen kannst du da den Vertrag unterschreiben. Der Spieler ist super happy. Also tatsächlich, jetzt habe ich es auch nochmal aus nächster Nähe erfahren, geht echt schnell und gut und einfach. Der Spieler musste kaum was dafür tun. Also insofern, guckt auf meiner Homepage, da könnt ihr die beiden Sponsoren direkt anklicken. Wenn ihr da Interesse an einem neuen Job habt, geht da einfach mal drauf und guckt euch das an. Und jetzt machen wir tatsächlich mal kurz Pause. Wir wechseln gleich die Themen. Wir waren jetzt bei den Themen, dass wir gesagt haben, hier jeder Einzelne hat Fragen gestellt gekriegt, die auf ihn persönlich bezogen sind. Wir werden gleich einen Cut machen und werden jetzt auf allgemeine Themen gleich kommen nach der Pause, wo wir so ein bisschen dann die Diskussion eröffnen. Aber jetzt machen wir eine kurze Pipi-Pause. So, da sind wir wieder. Die Pause ist zu Ende. Wir konnten uns alle einmal kurz erleichtern. Und jetzt kommen wir zu neuen Themen. Und da das aktuellste Thema ist der Torspieler- oder Torwartwechsel von Tobo, von Thomas Bormann, weg von seinem ewigen Verein Heikendorf hin zur Probstar SG 2012. Wie hast du den Wechsel empfunden und glaubst du, dass er da geblieben wäre, wenn du auch länger Trainer da geblieben wärst? Oder was sind so, denkst du, die hauptsächlichen Beweggründe, warum man nach so langen Jahren den Verein verlässt? Ja, ich glaube, dass viele einfach den Heikendorf SV auch mit Tobo verbinden aufgrund seiner langjährigen Zugehörigkeit und seiner Leistung in vielen Jahren, die er für Heikendorf auf den Platz gebracht hat. Ist für mich persönlich enorm schade, weil ich mit Tobo auch damals auch selber zusammengespielt habe und ihn dann jetzt auch als Kapitän und Torwart in meiner Mannschaft habe. Und ich persönlich finde es enorm schade, dass er den Verein verlässt. Ist, wie Tobo ja auch schon gesagt hat, die sind da nicht auf einen Nenner gekommen. Und ja, also ich, wenn ich weiterhin Trainer gewesen wäre, hätte ich sicherlich alles dafür getan, um Tobo auch seine Karriere zu beenden, auch in Heikendorf. Von daher. Wobei ein Ende noch lange nicht in Sicht ist. Als er hier saß, hat er gesagt, dass er noch ewig spielen wird. Ja, das stimmt, das weiß man bei ihm tatsächlich immer nicht so genau, aber ob ich das irgendwie hinbekommen hätte, weiß ich nicht. Ich habe zu Tobo einen sehr guten Draht und wir verstehen uns gut und von daher, ich persönlich finde es schade, irgendwie gehört Tobo zu Heikendorf und wie ich eben schon sagte, und das wird sicherlich in der Zukunft irgendwie anders sein, vom Gefühl, wenn man da hinkommt und Tobo steht nicht zwischen den Pfosten. So, und wer steht denn da dann überhaupt zwischen den Pfosten? Das weiß ich nicht. Ach so. Habt ihr da auch Berührungspunkte zu ihm gehabt? Kennt ihr ihn? Habt ihr den Sportstudio-Auftritt gesehen? Das, und ich habe selber noch gegen ihn gespielt. Mit Heide in der Oberliga, damals als Heikendorf noch in der Oberliga gespielt hat, da habe ich selber noch gegen Tobo gespielt. Und jetzt zuletzt natürlich der Auftritt im Sportstudio mit seinem Tor da aus, was war das, 100 Metern oder den er da rüber schießt, da ist er natürlich nochmal aufgefallen. Und ich bewundere das ja immer, wenn ein Spieler so lange bei einem Verein bleibt. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so gang und gäbe. Ich hatte ja auch so einen Experten bei mir in Bordesholm mit Nick Lemke. Aber so diese Vereinstreue, die gibt es ja jetzt so im klassischen Sinne. Macht er noch irgendwas? Ja, er trainiert hin und wieder, glaube ich, in Bordesholm in der zweiten noch. Ja. Und aber sonst. Oh, so einen kann ich auch nochmal vorne gebrauchen. Nee, aber wir sind bei Tobo. Ja, aber da hatte ich nochmal Berührungspunkte mit ihm, aber sonst jetzt persönlich, so kenne ich ihn leider nicht. Ne? Ja, wobei es ja nicht ganz richtig ist, wie ich dann ja auch Heikendorf trainiert habe, da ist er ja dann schon mal einmal nach Schönkirchen gegangen.
für ein Jahr, ist dann aber, glaube ich, nach einem Jahr wiedergekommen. Kann ja auch wieder passieren, dass er wiederkommt. Und man hört ihn dann immer ganz gut im Stadion. Da, immer wenn ich die Tore der Bar mache, dann hört man, höre ich dann immer. Da steht er dann da, in seiner Rutschermütze. Also der ist dann oft auch da, wenn es die Zeit zulässt. Also, du hörst schon auch einzelne Zuschauer. Ja, mit der Stimme, der hörst du halt jedes Mal. Ich weiß auch jetzt, wo er denn da immer steht. Und von daher. Ja, sehr gut. Ja, also echt erstaunlich. Und ja, vielleicht kehrt er zurück, hast du gesagt. Man wird sehen, keine Ahnung, wie man da auseinandergegangen ist. Ja, wir haben eben über dein Spiel in der Landesliga gesprochen. Der Abstiegskampf in der Landesliga ist wirklich spannend, finde ich. Also da sind, ja, wie viele Mannschaften sind es? 6, 7 Mannschaften sind daran beteiligt. Was denkst du, wen erwischt es von der Konkurrenz oder bei euch selbst dann ja nicht? Ja, du, schwierig zu sagen, wie du schon sagtest, das ist alles eng beieinander und sehr offen und ja, im Gefühl kann da jeder jeden schlagen und wenn da eine Mannschaft von unten jetzt auch mal eine gute Phase hat über 2, 3 Wochen und die anderen halt irgendwie dann halt nicht, bleibt man unten stecken und hat einfach das Problem, dann nachher da rauszukommen. Und viele Spiele sind das nicht mehr, es sind noch 7 Spiele. Und Ross und Reiter jetzt. Ja. Ja, wer steigt da? Ja, das. Also, Heiken doch nicht. Da bleiben ja noch ein paar andere dann. Ja, guck mal, SVT, die stehen jetzt unten drin, jetzt mit Komet, auch mit dem Wechsel vom Trainer, sicherlich auch ein bisschen Unruhe und hatten jetzt auch nicht eine gute Hinrunde gespielt. Dann haben wir mit Grunzhagen, wo definitiv auch mehr Potenzial eigentlich in der Truppe steckt, aber die da unten auch überhaupt nicht rauskommen. Jetzt haben wir Gettorf da eine Etage tiefer geschoben. Ich denke, das ist so die Preetz auch noch die Truppe mit dabei? Ja, Preetz. Das ist ja, glaube ich, jetzt noch irgendwie 5 Punkte vor uns, aber das kann sich auch alles immer sehr schnell ändern. Aber ich würde sagen, das ist so die Truppe, die ich zurzeit so sehe. Und habt ihr da einen Überblick über die Landesliga, über den Abstiegskampf? Ja, ich schaue immer nochmal, weil ich, wie gesagt, Murfsee gucke ich sicherlich nochmal jetzt die Geschichte mit Marc bei Komet raus, dann jetzt. Ich glaube, dort Spielertrainer, ich weiß gar nicht, wer das da jetzt, Marcel Fohn ist, irgendwie ist da ja, habe ich zumindest mal gehört, macht das ja jetzt noch mit irgendwie. Insofern verfolgt man das ja. Also Steve Frank ist Cheftrainer. Ja, Steve Frank als Cheftrainer, aber mit Marcel Fohn ist, glaube ich, als Spieler Co-Trainer irgendwie. Ne? Und insbesondere gucke ich halt immer Richtung Grunzhagen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil der Jahrgang, der da jetzt im Herrenbereich spielt, hat super viel Potenzial. Ich habe mir da ja 2, 3 selber mal gekrallt für Bordesholm und das ist, glaube ich, auch ein Problem bei denen, dass die einfach noch zu grün hinter den Ohren sind und Landessieger, da wird halt Herrenfußball gespielt und dann haben die Youngster da manchmal noch ein bisschen Probleme. Haben mit Dimi zwar einen erfahrenen Mann an der Seite, aber ja, deswegen, das ist schon eine Gefahr, ne? Dass man dann da unten irgendwann nicht mehr rauskommt und dann wird Herrenfußball gespielt, wenn man dann gegen die direkten Konkurrenten spielt. Gut, ja, die haben am ersten Spieltag oder im Nachholspiel auch nur gegen Tungendorf oder SV 2-2, glaube ich, ne? Ja, oder 1-1, unentschieden auf jeden Fall gespielt, ne? Ja. Hast du da auch einen Überblick über die Landesliga? Ne, bist du nicht drin. Nicht drin. Das Problem ist halt an der ganzen Sache, jetzt bin ich 44, ich spiele mit keinem mehr, der jemals da, glaube ich, spielt im Kiew Fußball zusammen. Also es ist wirklich das, ich muss sagen, man guckt ja aufgrund irgendwelcher Verbundenheit, weil man mit jemandem zusammengespielt hat, so, ach, wie ist der in der Torjägerliste, ach, der hat getroffen. So, Heikenhoff ist wirklich noch so die einzige Mannschaft, weil das bei mir selber, so Schicks, sie hat sich ja Braun nicht mehr gucken, das ist dann, hat sich schnell erledigt, aber so Heikenhoff, guck mal ja, wo sind sie gerade, wie verhält sich das, aber selbst da ist ja der Turbo so der einzige, wo ich noch sage, so den man ja kennt, der das spielt. Und da hat man ja eigentlich außer vielleicht den Namen, aber trotzdem interessiert das und hofft natürlich, dass die dann über den Strich sind. Aber sonst ist es halt schwierig. Also früher war es eine Leidenschaft, denn montags habe ich mich gefreut. Dann habe ich gar nicht geguckt, hier die ersten Seiten, erste, zweite, dritte Liga, ist mir egal. Bin ich hinten auf den Regionalteil, habe da einfach geguckt, wie haben die gespielt, wer da. Ja, und selbst wenn ein Kumpel da in der Kreisliga oder
diese schönen Fotos, wo du gerade beim Kopfball und so ein verzogenes Gesicht hast, der gleich abfotografiert, was da dann schon wieder passiert bei dir, dein Gesicht sich wieder verschoben. Also da hatte ich echt Spaß dran, aber ich habe da keinen Bezug mehr. Das ist schwierig, also das ist nicht schwierig, aber es ist halt ein bisschen schade, weil man früher dann nur immer da drin war und immer so eigentlich seine Liga, zwei Liga höher, zwei Liga tiefer so geguckt hat. Jetzt ist natürlich dann ja das zweite Liga, dann guckt man noch dritte Liga, wie ist das, wir haben ne, gerade so Torhüter, Regionalliga, was passiert da? Und da hört es dann auch schon wieder auf. So, dann ist vielleicht noch so das Einzige mit Herr Kirja, weil ja, da Nico Trainer ist, weil da so noch ein paar sind, die auch bei, ja, nicht nur ein paar, alle. Holstein-Vergangenheit? Nein, also ein paar sind, die man ja selber dann kannte, weil die da gespielt haben oder sonst. Ja. Aber witzigerweise, als wir beim Trainerlehrgang drüber gesprochen haben, also die Talkshow hier kanntest du irgendwie, ne? Ja, die kann ich. Ja. Ja, also hast du doch ab und an nochmal den Bezug zum Amateurfußball. Ja, ab und zu habe ich ja. Also so ist es ja nicht. Also, was soll er jetzt auch anders sagen? Ja. Was soll er jetzt sagen? Hä, nee, hast du falsch verstanden? Nein, alles gut. Also das ist, ja, ist schon. Und dann, ja, dann meldest du irgendwann die KN ab und dann ja, hast nicht mehr das. Also hier, diese Lokalzeitung, die. Das Boulevardblatt, Revolverblatt da. So, die blaue Tonne war immer so voll. Ich habe das nicht mehr reinbekommen. Da muss ja irgendwas machen. Ach ja. So, komm, dann reden wir jetzt über ein Thema, worüber ihr alle was sagen könnt. Also komm, ich möchte auch überhaupt keine expliziten Fragen zu stellen. Ihr wart alle in Schicksee und da gibt es zig Geschichten. Erzählt uns nochmal Geschichten, die wir alle noch nicht kennen oder die ein besonderes Highlight waren. Chronologisch müssen wir ja vorgehen, oder? Du warst doch der Erste da, oder? Dann kam Nietzsche und dann kam ich dazu. Ja, ja, eigentlich kennt man ja alles schon. Also ich muss sagen, grundsätzlich war die Truppe an sich war super. Was wir, auch wenn man dann immer sagt, ja, da hat jeder irgendwie Geld bekommen oder sei es über Arbeitsplatz oder was weiß ich. Aber die wir so zusammen hatten eigentlich, nur von den Charakteren war halt super. Nee, ne, konnten auch gut Fußball spielen, aber das ist ja nicht so, dass man sagt, so, man hat sich da Einzelne rausgepickt und die sind einfach nur da hingegangen, haben Fußball gespielt, haben die Sachen gepackt. Also da war immer, das hat sehr, sehr viel Spaß gebracht, muss ich sagen. Und wie das denn halt bei Schicksee ist, man wird gefeuert aufgrund, keine Ahnung, ich glaube, mein letztes Spiel, das habe ich 4-0 gewonnen. Bin Herbstmeister geworden und bin gefeuert. Kann ja mal passieren. Ne? Kann ja mal passieren. Reicht er halt nicht. Ne? Und so. Und von daher, da hat, glaube ich, jeder seine eigene Geschichte, wie er denn aus diesem Verein ausgeschieden ist. Und sind halt dann immer auch ein bisschen unglücklich. Und war halt wirklich ein bisschen schade, weil ja, ich die alle mochte. Ne? Sei es die Hansen-Brüder oder wen wir da alles hatten. Das hat schon sehr viel Spaß gebracht. Neben der Qualität, die natürlich jeder Einzelne auch hatte. Dann müsstest du jetzt. Ja, das müsste ich, ja. Wie ich ja eben schon gesagt habe, bin ich ja mit Micky nach Schicksee gewechselt und ja, wir hatten nicht die Möglichkeit, lange zusammenzuarbeiten. Ich weiß gar nicht, das war irgendwie der goldene Oktober, waren 4 Monate vielleicht da gewesen. Im Oktober werden sie alle gefeuert nach Schicksee. Ja. Ja, oder? Denn wenn du den überstanden hast, dann schaffst du auch noch eine zweite Amtsseite. Und Oktober ist hart. Ja, das ist dann richtungsweisend. Und, von daher, ja, ich habe in den 4,5 Jahren, meine ich, waren das insgesamt, ja, natürlich ja, viele Trainer miterlebt. Ich war immer als Co-Trainer tätig und ja, nach Micky, glaube ich, hat das David Lewald übernommen für die restliche Saison. Dann, weiß nicht, ob dann auch schon ihr dann kam mit Thorsten und ich muss gerade überlegen, ob da noch jemand kam. Aber ich glaube, das müsste dann auch schon das Jahr gewesen sein, wo du mit Thorsten gekommen bist. Ja, dann ging es da ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, 1,5 Jahre gut. Bis Aufstieg in die Motor. Regionalliga. dann ja, in der Regionalliga, glaube ich, im Oktober dann auch wieder ein erneuter Wechsel. Ich glaube, Matthias Losch damals übernommen. Mhm. Da war ich dann auch noch dabei. Dann später Stefan Lau.
Also das waren allerhand Trainer an der Linie, was für mich persönlich so die Zeit auch wirklich gut war, muss ich sagen. Also ich habe viel lernen können von den Trainern und die mich weiter nach vorne gebracht hat. Und sicherlich haben wir sehr viel erlebt. In Schilksee gute, aber auch, ich glaube, sehr, sehr viel lustige Zeiten, die es da auch gab. Aber halt auch Sachen, wo man denkt, was ist jetzt hier schon wieder los? Und fest sich am Kopf. Ich habe neben dem Co-Trainer-Job auch bei Bodo Schild damals auch gearbeitet. Und ja. So auch richtig oder nur angestellt? Nein, ich habe über Stipp Langsdor. Also auch richtig gearbeitet richtig. Oder nur Geld gekriegt? Nein, richtig gearbeitet. Richtig. Ich war 8 Jahre bei Stipp Langsdor und ich bin da jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr. Und da hat man natürlich einiges erlebt. Und ich meine, Paddy war ja auch, glaube ich, bei Schild einige Zeit auch gearbeitet. Nein, auch gearbeitet, wirklich. Also ich habe jetzt keinen gesehen, der da nicht gearbeitet hat. Also man muss schon sagen, gefühlt war das wie eine Mannschaft da in der Firma. Ne? Es haben super viele Jungs da halt auch gearbeitet, das war eine coole Truppe. Es hat riesig Spaß gemacht, aber gleichzeitig war das, glaube ich, auch mit das größte Problem. So, weil da dann natürlich immer sehr, sehr viel geredet wurde, sehr, sehr viel mit Unruhe reingebracht wurde in die Mannschaft. Immer dann über den jeweiligen Trainer, die Spieler mit Bodo und dies und jenes. Es gab ständig Kontakt und immer irgendwelche Themen und die immer wieder Unruhe reingebracht hat. Und man hatte nie die Möglichkeit, irgendwie mit zu sagen, man kann in Ruhe sich auf Fußball konzentrieren und dort seinen Job machen. Hat immer irgendjemand zwischengefunkt und Bodo hat alles mitbekommen. Und so viele gute Seiten er auch an sich hat, hat er, glaube ich, auch genauso viele nicht so gute Seiten. Und dass das auch nicht immer einfach war. Aber von daher, für mich war das eine lehrreiche Zeit. Ich habe mit vielen guten Trainern zusammengearbeitet und habe da sehr viel für mich mitnehmen können. Ja, für mich war das ja der Übergang, nachdem ich dann bei Holstein in U23 noch als Co-Trainer aktiv war, kam dann für mich relativ überraschend der Anruf von Thorsten Gutzeit damals, der dann Trainer in Schilksee werden sollte und ja das Projekt Regionalliga angehen sollte. Und dann sind wir ja dazu gestoßen, hatten dann, muss ich ja sagen, ein richtig geiles erstes Jahr. Und wir sind dann ja mehr oder weniger per Zufall und wir wollten es schon, aber wir waren eigentlich als Verein, war Schilksee noch nicht so weit, jetzt zu sagen, Regionalliga-Bedingungen. Also die Rahmenbedingungen waren nicht da. Wir hatten da den einen Rasenplatz, dann haben sie ja zwischendurch, haben wir hinten hinter dem Stadion auf dieser Rasenfläche, die jetzt mittlerweile auch eingezäunt ist, da haben wir dann ja immer mal trainiert, überwiegend dann im Stadion. Also die Rahmenbedingungen für Regionalliga waren halt noch gar nicht gegeben. Wir haben es ja trotzdem dann in der Oberligasaison geschafft, dann Meister zu werden und haben uns dann ja auch noch in den Relegationsspielen gegen Bremer SV, damals haben wir 2-1 gewonnen und dann in Hildesheim haben wir dann 3-2 verloren. Das hat dann ja dazu berechtigt, dass Hildesheim und wir zusammen aufgestiegen sind, das einzige Ergebnis damals, sonst wäre der Bremer SV nämlich hochgegangen und dann ging es zufällig auch noch 3-2 aus. Ach Gott, das war ein Zufall. So. Es war aber bis zum 3-2, muss man Hildesheim sagen. Hildesheim ist komplett mit Flaggen bepflastert. Bis zum 3-2 war da auch nichts von Absprache irgendwie zu erkennen. Wir lagen da, glaube ich, 2-0 früh zurück. Dann haben wir kurz nach der Halbzeit auf 2-2 gestellt. Dann schießen sie das 3-2. Ja, aber kurz vor Schluss. Timo macht ein Traumtor, ne? Genau. Ich über 3-5 Meter. Timo Naht schießt auch ein Traumtor aus dem Freistoß raus. Und dann nachher, tatsächlich machen die, glaube ich, 87. das Tor. Und danach war dann relativ schnell. Oder wir lassen den Ball nur noch hin und her laufen. Und die Bremer SV-Spieler waren auf der Tribüne natürlich und dann hätte man denken können, okay, das war abgesprochen. Aber war es tatsächlich 0,0, also wir haben uns halt auch entsprechend darauf vorbereitet. Gut, und dann der Übergang in die Regionalliga, das war dann ein bisschen bitter, weil so vermeintliche Führungsspieler, Hannes Schäfke damals aus der Regionalliga gekommen von VfL Werner Münster, Kiel Gonda von Holstein, der hatte sich das Kreuzband gerissen, Hannes Schäfke dann Syndesmosebandriss da im ersten Spiel. Der spielt jetzt übrigens in Dobersdorf. Genau, spielt in Dobersdorf. Und da fehlten halt schon wichtige Stützen. Und dann haben wir natürlich einen denkbar ungünstigen Start erwischt, haben Eröffnungsspiel Regionalliga 5-0 gegen Norderstedt gleich Haue bekommen.
Ja, und dann war es nachher schwierig und dann kam der goldene Oktober bei Bodo und bis dahin war eigentlich auch alles in Ordnung, also total ruhig und naja, dann fallen in Schicksal die Trainer im Oktober und so war es dann auch. Thorsten wurde dann nach dem Heimspiel nach oben gebeten und dann habe ich halt gesagt, dann gehe ich als Co-Trainer halt auch mit, weil das war eigentlich ein Commitment, wenn einer von uns gehen sollte, weil wir halt um die Situation von Bodo wussten, dass er gerne mal Trainer entlässt, die eigentlich ganz gute Arbeit leisten. habe ich dann gesagt, dann gehen wir halt gemeinsam. Und später hat sich dann herausgestellt, dass er ja nur gut war, um noch dein Co-Trainer zu sein. Das würde ich nicht so sagen. Das war dann glücklicher Umstand, dass er dann nochmal bei mir ankam und meinte, er hat nochmal Bock, was zu machen. Aber das war auch jetzt ironisch. Ich weiß, alles gut, was wir da einsetzen können. Ja, Oberliga, du warst da, Todesfelde gewinnt 1-0 gegen Kilia zu Hause, somit haben wir einen Dreikampf in der Oberliga zwischen Kilia, Todesfelde und Eichede. Wer wird es am Ende machen? Schwer, weil die alle ihre Qualitäten haben, muss ich sagen, so, das hat man am Sonntag gesehen, Todesfelde halt, finde ich, total abgeklärt gespielt, erste Halbzeit recht passiv. Hat Kilia viel überlassen, aber ohne, dass Kilia mal richtig zwingend wurde. Die hatten ja vielleicht gefühlt Spielkontrolle, aber dann nachher so, wenn es für mich um Crunch-Time geht in so einem Spiel, ab der 60. Minute fand ich, war Todesfelde brutal da, körperlich da. Und dann machen die auch das 1-0 und die können halt solche Spiele einfach. Egal, ob es Landespokal gegen VfB Lübeck ist oder Halbfinale gegen Weiche, in solchen Spielen sind die halt da. Deswegen sind die... Natürlich müssen die als erstes genannt werden. Bei Kilia bin ich gespannt, wie die jetzt mit dem Rückschlag umgehen. Aber ich habe Eichhede in Bordesholm gesehen. Fußballerisch fast schon die stärkste von den drei Mannschaften. Deswegen bin ich gespannt. Alle rechnen irgendwie mit Kilia und Todesfelde. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Eichhede es am Ende macht. Ich könnte jetzt tatsächlich schwer, irgendwie da eine Prognose abzugeben. Bleibt ihr hoffentlich bis zum Ende spannend. Habt ihr dazu eine Meinung? Doch, ich hoffe, dass es Kilia wird. Ich weiß auch nicht. Also ich hoffe, ja, vielleicht mal wieder eine Kieler Mannschaft, eine zweite Kraft und Kilia auch als Traditionsverein. Denn halt auch, halt die, dann ist ja dann diese, die wieder die Verbindung, ne? Trainer, alles drumherum, die Spieler, die man so kennt. Ich hoffe ja halt nur, denn dass es dann halt mal. Das habe ich dann halt auch erlebt in meiner aktiven Zeit, dass es dann, glaube ich, ja, zwei, dreimal mit Kia bis ganz nach oben ging und dann mal wieder ganz nach unten und wieder ganz nach oben und dass man da halt mal... Nachhaltigkeit schafft. Wie bitte? Nachhaltigkeit schafft. Genau, und dass es eine Kontinuität in der ganzen Sache mal macht, dass man halt auch länger da drin ist und vielleicht dann halt auch nicht solche Sachen wie... bei Schägsee irgendwann den Bogen überspannt. Also man kann es halt irgendwann nicht für eine Mannschaft wie Kilia oder Schägsee, man kann diese Schraube nicht ins Unendliche drehen und wird dann halt nicht, da muss man halt auch mit den Gegebenen, was man da hat, auch erstmal zufrieden sein und vielleicht da ein gewissen Ding mal durchatmen und vielleicht um den nächsten Step zu machen. Aber würde man halt mal wünschen, wieder für Kilia, Kieler Mannschaft, das wäre... Aber könnte für euch eine Gefahr sein, oder? Für die zweite? Ja. Also ich meine transfertechnisch oder nicht? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, Kilia hat Glück, dass die davon profitieren, von unserer Ausbildung. Das kommt ja dann immer wieder irgendwann, dass man halt Spieler abgeben muss, die vielleicht nicht dem genügen, was man hat, aber für gewisse Bereiche. Also sei es auch nur, weil es das Alter ist, weil du irgendwann 22, 23 bist und sagst, ja, wir können nicht so viele U23-Spieler. Und das ist ja auch schön für Spieler in Kiel, die sagen, fühle mich wohl, dass ich sage, ich brauche nur vielleicht zu Kiel gehen, dann kann ich auch noch guten Fußball spielen in der Regionalliga und kann mich da zeigen und ich wäre jetzt nicht gegen Todesfelde, aber muss jetzt nicht nach Todesfelde oder Eichede und sowas, wo man sagt. Also glaube ich nicht, dass es eine Gefahr für die sein kann. Ich weiß jetzt auch nicht, die Gehälter, was Kicher zahlt durch hier und da, aber ich glaube, wenn man bei Holstein 2 ist, hat man andere Ambitionen oder will irgendwas machen, als wenn man bei Kilia ist. Was hast du zur Oberliga? Ja, also persönlich würde ich mir natürlich auch wünschen, dass Kilia den Sprung schafft. Aber wie Patrick schon sagte,
Die Gefahr besteht natürlich auch daran, dass es, wenn es erstmal steil nach oben geht, auch so ein tiefer Fall dann auch irgendwann kommt. Ja, zu Kilian an sich, mit Nikola, den kenne ich, ich glaube, 5, 6 Jungs aus der Mannschaft haben wir selber bei Schickse damals gehabt. Von daher würde ich mir schon wünschen, dass sie es schaffen. Und, aber wer von denen war schon mal Schickse? Benjamin Petrik, dann war Tom Warnke, Patrick Amponsa, Tom Wöllner. Wer war denn noch? Das sind sie, glaube ich. Spend auch? Nicht zu meiner Zeit, ne. Ja, Kowalski kam später. Einen haben wir sicher noch einen vergessen. Ja. Ja, ja, nun haben sie in Todesfelde auf Rasen gespielt und sie müssen auch zu Eichede und da auf Rasen spielen. Ist das ein Nachteil, wenn du zu Hause hauptsächlich auf Kunstrasen bist und sicherlich auch viel da trainierst? Ich glaube, da ist Nico schlau genug, um zu sagen, dass sie, wenn sie dann auf Rasenspiele haben, dass sie dann auch die Wochen vorher auf Rasen trainieren. Und ich glaube, nur um dann am Wochenende irgendwie daraus Vor- und Nachteil zu sehen, glaube ich nicht. Ich finde, man hat schon am Sonntag gesehen, dass das, was Kia braucht, ne, um einen gepflegten Ball zu spielen, hat der Platz das nicht immer hergegeben in Todesfelde. Das hat man schon gesehen, aber ich glaube, dass das jetzt auf Sicht gesehen jetzt nicht ein Vor- oder Nachteil werden kann. Ich glaube, es ist schon wichtig, das immer anzupassen, das schon. Wenn ich jetzt nur auf Kunstrasen trainieren und spielen würde, so wie vielleicht Intertürk das ja hat, dann haben die schon Anpassungsschwierigkeiten, um auf Rasen zu gehen. Und ich finde das auch gerade so für die Gesundheit der Spieler extrem wichtig, wenn man so an den Bandapparat denkt. Aber ich glaube jetzt in dem Fall Kiel ja eigentlich jede Todesfelde. Ich hoffe nicht, dass sowas dann ausschlaggebend ist am Ende. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, weise ich nochmal auf Matics hin, nicht nur auf die Bälle, die sie haben, ja, die ihr auch teilweise echt günstig erwerben könnt, die so ähnlich wie ein Derby-Star-Ball sind oder vom Prinzip her das gleiche sein sollen, nur dass da was anderes draufsteht, sondern vor allem natürlich auch auf die GPS-Tracker, sowas verwendet ihr bei Holstein natürlich auch, nur dann natürlich im viel teureren Bereich nochmal. Matics hat jetzt auch, teilweise können sie jetzt auch mit Live-Daten arbeiten, also dass du nicht nur hinterher am Computer nach dem Spiel sehen kannst, so und so viele Kilometer ist er gelaufen, so viele Antritte hat er, das war die Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Sondern neuerdings sind dann jetzt auch Pulsmesser mit dabei, die als Live-Daten direkt auf dein Tablet gegeben werden, wenn du das mit am Spielfeldrand hast, dass du direkt siehst, in welcher Herzfrequenz spielen die einzelnen Spieler gerade. Tatsächlich kommt das gut an. Mickey war logischerweise sofort interessiert als Fitness-Fanatiker, aber es haben mich in letzter Zeit einige angerufen von verschiedensten Vereinen, die ich auch vorher noch nie gehört habe. Bin ich ehrlich, die haben auf einmal bei mir angerufen und haben gefragt, so, sag mal, ich würde das gerne für meine Mannschaft haben, sag mir mal ein paar Argumente, dass ich meinen ersten Vorsitzenden, der ist nämlich 65, dass ich den davon überzeugen kann. So, und wahrscheinlich ist tatsächlich das genau das Problem. Also es ist ein Umdenken natürlich erforderlich, sich auf so moderne Trainingsmethoden und Spielmethoden einzulassen, aber es ist ein absoluter Mehrwert. Also denk dran, sonst einfach mal mir nachfragen oder Matics direkt kontaktieren. Da sind ganz tolle Tools und aktuell werden sie noch gefördert. Ja, normalerweise kostet das Ding 9.000 Euro und im Moment kriegt ihr das für einen Schnapperpreis von 1,5 oder so. Aber die Zeit ist dann auch irgendwann vorbei, also beeilen. Ja, Verbandsliga, denke ich mal, Abstiegskampf habt ihr jetzt nicht so die Ahnung von der Verbandsliga, aber auch der ist absolut spannend, muss man sagen. Aber gehen wir mal auf die Top-Favoriten ein. Wer wird es am Ende machen? Rot-Schwarz, die gerade so minimal gestrauchelt haben, oder der Wicker SV, wer steigt am Ende auf? Also wir hatten, wenn ich jetzt nochmal beginnen kann, zuletzt auch gegen Rot-Schwarz ja auch ein Testspiel gehabt, die uns da wirklich überrannt haben. Das war ein hohes Tempo, fußballerisch auf dem höchsten Niveau. Die sind da 90 Minuten, haben die gepresst und wirklich hervorragende Mannschaft. Und wir haben das Jahr davor auch gegen die getestet und die sind nochmal stärker geworden. Und ich denke, dass Rot-Schwarz das Rennen macht, auch wenn sie jetzt gegen Flimpe, glaube ich, unentschieden gespielt haben. 90. Minute Christoph Krog, glaube ich, mit dem Ausgleich. Ja. Ja, von daher gegen Wicca SV jetzt lange nicht gesehen, aber von den Ergebnissen her ist es natürlich auch eine Truppe, die das Potenzial hat, damit zu mischen. Und ich glaube, die dritte Mannschaft ist den Schlagen, die jetzt, glaube ich, auch verloren haben. Ne?
Die haben gegen die Wieg verloren, 2-1. Ja, richtig. Und somit, deswegen ist es für mich jetzt nur ein Zweikampf, deswegen habe ich die beiden irgendwie nur erwähnt. Also ich glaube, dass Rot-Schwarz das macht. Außerdem spielt Dänischen Hagen jetzt gegen Schönkirchen. Ja, ja, verstehe. War ein Spaß. Nee, also tatsächlich Rot-Schwarz, das, was ich von denen gesehen habe, und da wird auch in der Verbandsliga wirklich super Fußball gespielt, und ja, wir hatten ja auch gegen euch gespielt, also das ist temporeich und wirklich teilweise viel besser als Mannschaften in der Landesliga, wirklich von der fußballischen Qualität. Der Fußball ist anders, ne? Der ist anders, ja. Das stimmt. Habt ihr dazu eine Meinung, Wieg, Rot-Schwarz? Ja, ganz klar Rot-Schwarz. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es gibt zwei Begründungen. Kenne Benno. Ja, also, erste, ich bin gebürtiger Suxdorfer. War immer schon, dass wir die GSV nicht mochten. Erste Begründung, deswegen erstmal ein Minuspunkt für den GSV. Zweite, ich wohne in Meimersdorf, 500 Meter vom Rot-Schwarz-Kiepplatz entfernt, also muss ich ja für Rot-Schwarz sein. Damit da mal damit wieder was los war, weil ich war ja vor Ewigkeit, das ist schon lange her, da glaube ich, und da sind wir wieder bei Kiel, Rot-Schwarz gegen Kiel gespielt auf, ich weiß es nicht, was es war irgendein Feiertag, 3. Oktober oder Himmelfahrt, ich glaube war Himmelfahrt. 750 Zuschauer. 750 Zuschauer. Da war ich dann tatsächlich noch Trainer. So, Volksfeststimmung. Ja. Erster gegen zwei, der Köppi war auf der anderen Seite Trainer, genau. Volksfeststimmung, das war so, wenn ein Einwurf gemacht wurde, die Leute standen so direkt an der Außenlinie, wie früher, wie man es kennt, diese Bilder aus den 50er Jahren. Und wenn jemand Einwurf machen musste, wurde so eine Schneise gebildet. Da hat der Einwurf, oder ist die Schneise wieder schnell zu sein. Da warst du da bei dem Spiel. Da war ich da. Das muss irgendein Feiertag, ich weiß nicht was, Pfingstsonntag. Es war auf jeden Fall tatsächlich das einzige Spiel, was an dem Tag stattgefunden hat. Genau. Deswegen war da allerdings von meinem Rückspiel dann auf dem Kia-Platz waren dann auch noch mal fast 600 Zuschauer oder so. Also es war schon, da war viel Brisanz damals drin. Kenn mich überhaupt nicht in der Verbandsliga aus. Und wie ging es damals aus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich sage 3-2 für Kia, 2-1 für Kia, ich weiß nicht mehr. 2-2. Ach, Scheiße. Und wir waren, glaube ich, ab der 30. Minute durch Gelb-Rot für Tom Bartels in Unterzahl. Nein. Und in der letzten Spielminute der Nachspielzeit ist Maysam Chauzini, der Name könnte dir vielleicht auch noch was sagen, ist auf Torwart Brömme zugelaufen und Brömme ist 2 Meter groß und hat ihn überlupft und das 2-2 und da waren viele Emotionen in dem Moment zwischen den Trainerbänken. Ja, dazwischen stand ich. Dazwischen stand ich tatsächlich. Ich werde Köppi niemals vergessen. Aber alles gut. Und deswegen ganz einfach, sondern ist halt rot-schwarz. Ganz klar, ganz einfach. Ja, ich gehe auch mit rot-schwarz. Vom Spielermaterial, was sie da zur Verfügung haben. B, mein Kumpel Benno wird es mir danken, wenn ich nochmal ein bisschen Druck jetzt erhöhe. Nee, also letzten Endes auch, was ich weiß, was er da auch an Zeit und Power reinsteckt, um jetzt den Aufstieg endlich zu schaffen. Und insofern glaube ich schon, dass Rot-Schwarz das machen wird. Alles andere wäre eine große Enttäuschung für mich. Schöne Grüße an Benno. Ne? Ich hoffe tatsächlich, also am vorletzten Spieltag spielt Rot-Schwarz gegen die Wieg. Und ich hoffe, Bei Rot-Schwarz? Das weiß ich nicht genau. Und ich hoffe tatsächlich, dass danach es entschieden ist, egal in welche Richtung, weil am letzten Spieltag spielen wir gegen Rot-Schwarz und darauf habe ich keinen Bock, dass wir das Zünglein nachher an der Waage sind. Das wäre echt ätzend. Das meine ich auch ganz ernst so. Das ist schon scheiße. Als Unbeteiligter das Zünglein an der Waage zu sein, ist dann schon irgendwie ein bisschen blöd. Aber ich hoffe, dass die Entscheidung vorher gefallen ist. In der Landesliga, das haben wir eben vergessen, da gibt es auch einen Zweikampf, vielleicht inzwischen einen Dreikampf. VfR auf 1, Klausdorf auf 2, Hohenwestedt auf 3, auf einmal mit Anschluss, weil Klausdorf jetzt gegen Legerdorf überraschend zu Hause verloren hat. Wer macht's da? Puh, ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass das VfR eine Münze das Rennen macht, aber auch die auch sehr anfällig sind, was die Hintermannschaft angeht. Die sind natürlich effektiv vorne in der Chancenausnutzung, machen viele Tore, aber auch gleichzeitig auch hinten enorm anfällig. Man hat es ja auch gegen uns gesehen im Hinspiel,
Da führen wir 2-0 und ich weiß nicht, wie das möglich ist, dass wir in 6 Minuten 3 Tore kassieren. Und also 65. bis 71. Minute dann einmal das Spiel Kopf steht und gedreht wurde. Habe ich mich beim Testspiel gegen euch auch gefragt, wie man in so kurzer Zeit so viele Gegentore kassieren kann. Stimmt, das war eigentlich genauso die Zeitspanne. Manchmal ist das so. Aber wie gesagt, wir haben gegen Münster immer gut ausgesehen und von daher ist es, ich würde es wünschen, dass eine Münster das mal endlich schafft, aber ja, die müssen da, dürfen die sich da nicht ausruhen, die müssen Volldampf geben in den letzten Spielen und weil ja Klausdorf auch natürlich enormes Potenzial hat, da oben mitzumischen und jetzt sind die sich je nach der Niederlage gegen Legerdorf voller Wut und wollen jetzt definitiv jetzt in den nächsten Spiel voll aufgeben. Und, die schwingen jetzt Freitag gegen euch, ne? Richtig. Ja. Ja. Richtig. Und hast du Angst vor der Wut jetzt? Angst vor der Wut? Nein. ich hab keine Angst vor der Wut. Ich freue mich natürlich auf so ein Freitagabendspiel im Derby gegen Klausdorf. Wir sind leider ein bisschen jetzt nochmal nach dem letzten Spiel geschwächt durch Timo Martens, der sich Mittelhand gebrochen hat, somit die restliche Saison ausfällt. Wichtiger Spieler. Das ist mein wichtigster Spieler tatsächlich, der Motor dieser Truppe. Das ist schwer zu verkraften. Wir müssen einfach gucken, dass wir das irgendwie bestmöglich hinbekommen und sehr ärgerlich. Jonas Weber, der sich da unnötig eine gelb-rote Karte holt, jetzt im letzten Spiel somit auch fehlt. Aber wird ein schweres Spiel. Wir müssen halt auch zusehen, dass wir irgendwie zu Punkten kommen und wir werden alles in die Waagschale schmeißen, um einfach das Bestmögliche an dem Abend rauszuholen. Paddy, hast du da auch so eine Fachanalyse wieder? Nee, leider nicht so. Das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, relativ emotionslos in der Liga unterwegs. Ja, ist mit Hohenwest steht eigentlich nicht mehr Berührungspunkte. Mit Klaus doch schon gut, bei VfR habe ich selber gespielt, aber seitdem es nicht das Sky nicht mehr gibt mit der drehenden Tanzfläche, hat Hohenwestel für mich an Bedeutung verloren und von daher. Da gibt es das Sky nicht mehr? Nein. Das ist die einzige drehende Tanzfläche Europas und von daher ist es ja, wahrscheinlich der VfR aus alter Verbundenheit, aber da bin ich relativ emotionslos. Für mich ist es immer schwer, ich muss immer nach diesen messerscharfen Analysen, muss ich dann nochmal fachlich werden. Ja. Aber nee, ich glaub, fast so wie in Netzer und Delling dann. So. Ja. Ich glaube, es macht auch am Ende der VfR. Ich glaube, die haben sich keinen Gefallen getan mit der Trainersituation, die sie da geschaffen haben. Jetzt haben wir jetzt mit Rocco Lesser da einen Nachfolger gefunden, der mit Sicherheit viel Qualität und Erfahrung mitbringt, aber die hätten es vielleicht auch einfacher haben können, muss ich ehrlicherweise sagen. So, indem sie dich angerufen hätten. Nee, indem sie sich alles so gelassen hätten, wie es war. So. Aber die Gründe und mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich gar nicht dazu weiß. Aber ich glaube, unterm Strich werden die das trotzdem machen. Dann verlassen wir den, ich guck gerade durch, wir verlassen den Amateurbereich, ja, und wir gehen dann nochmal ein paar Ligen höher. Und zwar, da bist du jetzt die absolute Fachkompetenz, Aufstiegskampf, zweite Liga in erste Liga. Ist es ein Dreikampf oder ist es ein Vierkampf und wer wird es am Ende machen? Ich muss mich weit aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube, jeder weiß ja, wie es manchmal, ja, also wahrscheinlich wird dann, hoffentlich wird es Tim Walter nie sehen, weil er dann ein Dreieck sprengt, wenn er es hört. Und ich es dann anspreche mit diesen kleinen Problemen, die es im Frühjahr gibt beim HSV und die halt immer wieder auftreten. Und ich habe ja, wir aus dem Norden kommen, sehr viele Freunde, die HSV-Fans sind und die rufen mich dann immer so, September, dieses Jahr ist es soweit, dieses Jahr, wir haben die ersten 10 Spiele gewonnen, jetzt haben wir den richtigen Trainer und da hauen wir sie alle weg. Ich glaube, ich sage das schon seit 4 Jahren, wartet doch erstmal, ihr kennt doch euren Verein, wartet doch erstmal, nein, dieses Jahr nicht. Ich befürchte, dass es dieses Jahr wieder in die gleiche Richtung geht. Ich glaube, dass der HSV es trotzdem in die Relegation schafft. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist wahrscheinlich bei HSV und St. Pauli, kommt so ein bisschen aufs Derby drauf an. Wie gestaltest du das? Das kann natürlich dann, also wirklich dann
ich meine, einfach schön böse für den HSV, wenn sie das auch noch verlieren, das ist natürlich dann nochmal doppelt negativ, wenn du das verlierst und dann rücken die anderen näher ran. Genauso wie jetzt, glaube ich, HSV gegen Düsseldorf spielt, die sind auch dran. Also das sind so, genau, die sind die nächsten zwei Wochen sind für den HSV relativ entscheidend, weil das die Mannschaften sind, die den da ordentlich im Nacken hängen. Du denkst natürlich dann eher an die beiden, an HSV, aber musst ja dich erstmal hinten absichern. Ja, Düsseldorf spielt jetzt gegen HSV und danach gegen Heidenheim, meine ich. Ja, so. Und vorne, Darmstadt hat schon mal den besseren Lauf, aber es ist natürlich klar, dass du nicht einfach so das so durchspielst. Das ist halt dann auch Darmstadt, muss man sagen, und das ist einfach so wegspielst. Ja, also ich glaube, welche Mannschaft machst du, ist man nicht mal in der ersten Liga, machst du nicht mal Bayern München, dass sie es dann so von vorne wegspielen und sagen, wir uns werden mal einfach Meister, jetzt steigen wir auf. Irgendwann kommen ja auch deine Gedankengänge, oh, jetzt könnten wir es ja endlich schaffen. Heidenheim, so, die spielen einfach ihren Fußball, wo wir es, die haben da mit dem Kleinen, die ist ein super, super Torjäger, aber der Rest der Mannschaft ist halt auch gefestigt, die wissen alle, was zu tun ist. Wäre den halt mal zu wünschen und ich glaube irgendwie, dass es dies ja direkt zwei Mannschaften machen, ja, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hat wie Heidenheim und Darmstadt. Da hängen ja, sag mal, in der Bundesliga, zwei Bundesliga noch viel mehr hinterher, so große Vereine wie Holstein Kiel oder Düsseldorf, Nürnberg, Hannover. Ne? Also, nein, ich finde, das sind ja wirklich renommierte Vereine, die dahinter noch sind. Und da hört sich ja, sag mal, Darmstadt-Heidenheim wirklich klein an. Und aber Heidenheim klopft da schon seit Ewigkeiten an, ne? Ja, immer wieder Vierter oder Fünfter. Genau, und deswegen ist es ja irgendwann höchst und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, wo du sagst mal, ich mach das da oben, jetzt schaffen wir das mal. Und deswegen glaube ich, die Konstellation bleibt da oben gleich, aber das ist... Und der HSV verliert in der Relegation oder gewinnt? Ich glaube, oh ja, es ist schon Relegation. Muss ich schon sagen, gegen wen sie das spielen. Also, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass gegen Hertha wahrscheinlich wieder. Dass es relativ schwierig ist, wenn man gegen Bundesliga-Verein spielt. Die haben halt eine saugute Qualität. Und das Problem ist immer, dass sie das in zwei Spielen irgendwann auf den Platz bringen. Wenn es mal, und ich glaube, da bin ich ja so, bin ich ein Fan für, weil dann könnten das auch Zweitligamannschaften, dass man halt einfach sagt, pass auf, wir machen das in einem Spiel, würde ich auch wesentlich attraktiver finden, würde ich auch geil finden, wenn man sagen würde, pass auf, wir machen ein Spiel, erste, zweite Liga in Frankfurt oder so ein geiles Wochenende, Samstag ist erste, zweite oder zweite, dritte und dann ist erste, zweite und dann ist der Stadt so ein Volksfest, anstatt die ist immer hin und her. Und dann am Ende mit Elfmeterschießen entscheiden, wer aufsteigt. Genau, so irgendwie, ich finde, das hat irgendwie, es wäre ganz cool, wahrscheinlich ist es besser, machen es in zwei verschiedenen Orten, weil wenn du ganz viel Pech hast, dann spielt auf einmal hier Dresden in HSV, die sind alle in einer Stadt, das ist vielleicht besser. Aber sowas, so hat vielleicht halt auch mal der Zweitligist mehr Chancen, da alles in einem Spiel rauszuhauen. Und so ist es halt, zweite, dritte geht immer noch, sieht man auch so die letzten Jahre, dass das immer geht. Aber so erste, zweite ist halt, wenn du da gegen die Falschen gerätst und wir, dann haben sie gegen Wolfsburg, wie einfach gegen Köln. Oder ja, dann sieht man halt, das ist doch härter, dass wenn die wollen, dann sagen sie doch, so, dann zeigen wir nochmal, dass wir es können. Also das ist halt extrem schwierig. Und ja, und alle, die da unten hängen in der ersten Bundesliga, sind jetzt halt auch alles keine Leichtgewichte. Also wenn man denn von denen einen, die nimmt, da sagt man auch so Bochum, wären die, wo man sagen würde, oh, das sind die würde man eh nehmen, aber wenn man so diese Hoffenheim, Stuttgart, was da alles ist, das ist halt schwierig in diesen beiden Spielen, da das irgendwie hinzubekommen. Von daher, ich glaube, die Konstellation bleibt so. Vielleicht tut sich eher noch auf dem Relegationsplatz was, aber das zeigt halt so die nächsten Spiele, wie kommt der HSV aus diesen nächsten beiden Wochen raus. Und dann kann manchmal, ich sage immer, man muss, gerade wenn man Fünfter oder Sechster ist, da in der Liga, so wie St. Pauli oder sowas, die haben sich erarbeitet. So, man muss halt irgendwann bis April, muss man da oben mitmischen und dann kann man immer mit einer Serie kann man viel arbeiten. Vielleicht ist St. Paulis Serie zu früh, aber sie mussten sie auf jeden Fall machen, sonst wäre sie eher andersrum. Also da musst du ja, Gas geben, da musst du dranbleiben und dann kann man da auch was holen. Und Max Muski, fragt nämlich auch, Björn, steigt der HSV auf? Ich
ich gehe da nicht ganz mit. Ich würde sagen, ich glaube, der HSV ist dieses Jahr mal wieder dran. Ich glaube, gemeinsam mit Darmstadt werden die aufsteigen. Ich weiß, Tim mit Weiß, was sind sie denn mal wieder dran? Das habe ich ja auch gerade gesagt. Wieder Relegation. Das ist richtig, aber die sind jetzt so viele Jahre auch immer irgendwie so Vierter, Fünfter. Und ich glaube, dieses Jahr strahlt Tim Walter da irgendwie so eine Überzeugung aus. Er lässt ja keine Möglichkeit aus, ganz klar zu machen, dass sie definitiv aufsteigen werden. Und ich glaube, sowas transportiert da auch auf die Mannschaft. Das hat er auch, glaube ich, jetzt im letzten Interview der Schonlau auch irgendwann mal gesagt, wo er gesagt hat, wir steigen eh auf, irgendwas passiert. Ich glaube, ich würde es ihm am Ende dann auch mal gönnen. Dem HSV oder Tim Walter? In dem Fall Tim Walter, weil dem HSV bin ich jetzt nicht so nahestehend, ganz im Gegenteil. Gönnst du es Tim Walter denn auch? Telefoniert ihr nochmal? Nein, also wir sind bei Björns Bruder Söre, bei Tim, kommt er mal vorbei und dann trifft man sich. Also grundsätzlich, das ist das Problem, ich gönne es eigentlich jedem. Also es ist jetzt eher weniger, dass ich es keinem. Der ist auch manchmal noch hier in irgendwelchen Restaurants zu Gast und so, okay, ne? Ja, genau. Aber ich habe halt auch zu Darmstadt, da haben halt so viele bei uns mal gespielt, plus Herr Krassen Behmann, der da sportlicher Leiter ist. Also sind in jedem Verein, auch in Düsseldorf immer mittlerweile, oder St. Pauli, da gönnt man ja auch. Also von daher ist es immer schwierig, dem einen mehr zu gönnen als dem anderen. Tim Walter würde ich gönnen. Was habe ich? Was? Kann ja auch eventuell sein, dass ein Spieler von euch auch noch zum HSV wechselt, ne? Falls der HSV aufsteigt. Kann alles passieren. Also ich meinte jetzt einen, der seinen Vertrag nicht verlängert hat. Oh. Ich dachte, Bahn geht ja Ich habe an Hauke Wahl gedacht. Ach so. Ja. Darüber darfst du nichts reden. So. Ja, bitte. Also ich sehe es so wie Björn. Und ich hoffe auch, dass das HSV, weil ich finde, die gehören auch irgendwie in die erste Bundesliga auch. Mhm. Die Hamburg, Stadion. Aber ich finde, die sind einfach viel zu lange in der zweiten Liga und ich würde es denen einfach mal gönnen, dass sie den Sprung wieder nach oben schaffen. Und glaubst du auch dran? Ich sag jetzt mal, ja, ich glaube, das war so mein Ausdruck schon. Die werden jetzt nochmal hoffentlich mal eine Serie starten und das dann auch schaffen. Aber eins kann ja kein Zufall sein, ne? Jetzt muss ich ja mal sagen. Der HSV hat ja einen Hang dazu, entweder andere Vereine vertuschen es besser oder der HSV hat einen Hang dazu, Spieler zu verpflichten, die einfach immer auffallen. Der eine fährt zu schnell Straßenrennen, der zweite lässt sich irgendwas entnehmen oder spritzen oder auch nicht oder Epo hier ja oder Epo nein, dann verliert der dritte, verliert die Gehaltsakten im See und dann der vierte versenkt sich nach der Weihnachtsfeier in der Elbe und das geht ja seit Jahren so. Oder irgendein Spieler lädt irgendwelche Groupies zum Whirlpool-Baden beim HSV ein. Das geht ja seit Jahren so und das ist ja die Frage, liegt es jetzt am HSV oder liegt es einfach daran, dass der HSV schlecht wird? Ich glaube, es liegt an der Medienlandschaft, oder? Dass die aber da ist sie so extrem anders als bei anderen Zweitligisten, vielleicht im Vergleich zu Kiel? Ich glaube, präsent. Größer, aber meinst du, bei anderen Bundesligisten gibt es sowas nicht, solche Vor? Also, bei Bayern gibt es ja auch immer wieder so eine Eskapaden, aber da ist dann auch die Medienlandschaft einfach da. Also ich glaube daran nicht. So, also. Ja, aber die stellen sich schon dumm an, ja. Und ich bin leider, obwohl ich ja HSV-Fan bin, auch tatsächlich auch bei Patricks Meinung. Also ich glaube auch, dass es wieder echt eine Relegation wird und ja. Ja. Aber dann siehst du Darmstadt und Heidenheim vorne. Oder St. Pauli noch ran mit der Nein, Darmstadt und Heidenheim. Aber ja, weil sind echt graue Mäuse, ne? Die willst du eigentlich nicht in der Bundesliga haben. Aber gut, in der Bundesliga sind schon andere, die auch sehr grau sind. Also insofern. Ja, also mit HSV müsste es jetzt wirklich dieses Jahr ziehen, weil wenn welche runterkommen, dann wird es halt wieder ungemein schwerer. Das ist so wie letztes Jahr Werder Schalke. Wie gesagt, es sind ja noch andere gute Vereine. Ich glaube, dann geht es auch eher irgendwann mal Richtung dritte Liga, weil dann glaubt ja keiner mehr dran. Ja, das kann sein, aber es wird ja halt umso schwerer, dass der da zu bestehen, weil die anderen kommen halt mit viel Geld von oben runter und für die ist es eigentlich safe, dass sie hochgehen. Was für HSV ja mal vor 4 Jahren auch so eigentlich ausrutscht. Aber je länger du drin bist, wird es schwieriger. Richtig. Ja, dann kommen wir zum Rekordmeister. Die haben den Trainer gewechselt und darüber gibt es zig
verschiedene Meinungen. War es der richtige Zeitpunkt, Nagelsmann zu entlassen? Musste man ihn überhaupt entlassen? Hätte man es am Saisonende tun können? Ist es nicht der beste Trainer, den man überhaupt haben kann? Oder war Thomas Tuchel einfach nur jetzt zu bekommen? Ist Thomas Tuchel noch besser als Julian Nagelsmann? Warum? Wie ist dazu eure Meinung? Ich kann gerne anfangen. Da musst du nicht immer nach mir was sagen. Ob er der beste Trainer ist oder nicht, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich glaube, es gibt viele oder sind alles gute Trainer, die unterscheiden sich dann irgendwie im Personal, also in der Art, wie sie sind, in der Persönlichkeitsstruktur und. Ich habe die Pressekonferenz mir am Samstag tatsächlich um 12 Uhr angeguckt mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić. Und ich fand, das war tatsächlich ein Armutszeugnis. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mir wurde davon erzählt. Die und haben da einfach nur standardmäßig 3-4 Schlagwörter gebracht. Fehlende Kontinuität, Leistungskurve ist abgesunken, aber wir hatten volles Vertrauen und haben ihm immer den Rücken gestärkt. Die sind auf keine einzige Frage aus der Medienlandschaft eingegangen und spätestens da hatte ich so das Gefühl, okay, das hat halt einen super faden Beigeschmack. Und aus Trainersicht, den Trainer jetzt zu entlassen, wenn ich im Viertelfinale der Champions League stehe, im DFB-Pokal im Viertelfinale, ne, Zweiter bin mit einem Punkt und direkt vor dem direkten Duell. Hat Schilksee-Charakter, ne? Ich weiß, das haben die ja auch betont. Bayern strebt immer nach... Haben die das betont? Bayern strebt immer nach dem Maximum, aber es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt irgendwas von dem Maximum schon verloren haben. So. Und ich weiß auch, dass die Uhren im Profigeschäft einfach anders drehen so und dann werden solche Entscheidungen getroffen, aber ich hab tatsächlich da kein Verständnis für. Und wenn ich mich dann da hinsetze und eine Pressekonferenz alleine gebe als Sportvorstand oder was ist der Kahn, der Aufsichtsratsvorsitzender oder was weiß ich, dann muss ich zumindest so rüberkommen, dass das empathisch ist und dass man einem das auch glaubt und dass die halt abgeliefert haben. Das war nicht gut, definitiv nicht. Und hältst du die Entscheidung für richtig oder für falsch? Für das, ich kann ja kaum was beurteilen, weil ich glaube, da lief im Hintergrund viel mehr, aber im Grunde halte ich die für absolut falsch, weil es gibt da keinen klaren Grund, also ja, was sie da erzählen, Leistungskurve sinkt und so, also auch auf die Frage, und das ist für mich immer entscheidend, die Mannschaft muss ja immer auch mit dem Trainer noch mitgehen. Ja, aber so. Hat er vielleicht wieder in der Kabine verloren, so wie Kovac auch schon? Ja, auf die Frage hat ja keiner geantwortet, diese Frage wurde ja mehrfach gestellt und diese Frage haben sie ja immer mit, die Leistungskurve ist nach unten gegangen. Komischerweise gegen Paris ist sie zweimal nach oben gegangen, also insofern falsche Entscheidung meines Erachtens und ich finde, für Bayern als Aushängeschild für den deutschen Fußball, jetzt haben sie da nicht gerade ein gutes Bild abgegeben. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Also ich glaube, das sind, glaube ich, ganz viele Gründe, die da irgendwie reinspielen. Ich glaube, diesen einen Grund gibt es nicht. Dass man sagt, entweder die haben zu schlecht gespielt oder der, keine Ahnung, hat die Kabine verloren. Ich glaube, das sind so ganz viele Sachen, weil man muss ja dann auch sagen, letztes Jahr schon verlierst gegen Villarreal, gegen Gladbach gehst du 5-0 raus und Meisterschaft ist ja einfach so safe das Ding. Das musst du ja schon mindestens holen, wollen eigentlich noch mehr. Hättest ja eher sagen können, oh, passt wohl nicht, vielleicht war denn die Ablösesumme da zu hoch. Vielleicht haben sie sich ja jetzt überlegt, wirklich, wie die spielen irgendwie, ja, zwar ist es mal ganz gut gegen Paris, es ist jetzt gegen Paris, weil dann haben wir gegen eine Mannschaft gewonnen, die das Nonplusultra ist im europäischen Fußball. Alles andere so gut, haben wir jetzt die Tabellenführung. Ja, vielleicht ist es irgendwie das Sportliche und dann kommt dieses Tuchel-Ding noch dazu, wo er sagt, ja, ich glaube, im Sommer müssen wir uns mal neu aufstellen, aber der hat gesagt, ja, was denn nun jetzt? Jetzt oder nie? Oder müssen wir schon mal klare Kante machen, also damit was passiert, sonst gehe ich hier woanders hin, Tottenham oder was ist ich und was es ist und dass man da dann in die Not gekommen ist. Plus vielleicht, aber das weiß man ja vielleicht als Bayern München schon vorher, wenn man sich die Trainer so anguckt, manchmal denkt man ja, man kann das handeln oder weiß nicht. Ist natürlich, der Nagelsmann ist natürlich sehr extrovertiert, so von seiner ganzen Art. Ne? So gab es halt welche, ich glaube, mit denen können die Bayern immer besser um, irgendwie, wenn du so ein Heinkes hattest oder auch so ein Flick, die halt immer sehr so für sich, so Interviews gar nicht so drüber sind, sondern wenn der andere halt mit dem Skateboard, was weiß ich weiß nicht, was das macht, der kann er ja auch alles machen, aber wenn er denkt immer so,
vielleicht, ich bin hier, ich habe 20 Millionen Ablöse, ist halt noch nie so, ne, wie man sich dann so verhält und ist man denn, ne, es ist ja der Typ auch. Und das müssen die halt für sich entscheiden, glaube ich, die Offiziellen in so einem Verein. Ist es der richtige, wollen wir mit dem was weitermachen, haben wir es vielleicht doch verguckt, kriegen wir ihn doch nicht so gehandelt, wie wir das haben wollen. Und die müssen ja das Gefühl haben. Es wirkt komisch, die Entscheidung, aber irgendwas haben sie sich bei gedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur was mit Leistung zu tun hat, weil die waren, sag ich mal, okay. Da hattest du schon Phasen in der Saison, da hättest du eher mal sagen können, da mache ich was. Jetzt ist ja so relativ merkwürdig, weil du gegen Leverkusen mit 2 Elfmetern 2-1 führst, das hättest du ja noch sagen können, komm, dann biegst du mal wieder gerade gegen Dortmund und machst du wie immer gegen Dortmund das Haus die 5 aus dem Stadion und so und fertig ist das Ganze. Aber keine Ahnung, ich glaube, da sind ganz viele Sachen, die zusammengespielt haben, haben sie wohl irgendwann gesagt, so. Jetzt oder nie, ne? Sie holen sich jetzt mit Tuchel ja auch nicht gerade einen ruhigeren Trainertypen. Also der ist ja auch nicht, also den halte ich noch viel eher. Also wenn Salihamidžić betont, wir haben nach jedem Training und nach jedem Spiel da mit Nagelsmann diskutiert und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tuchel sich mit Salihamidžić, gerade mit Salihamidžić hinsetzt und sagt, ich diskutiere jetzt mal das Training oder das Spiel. Da wird der Tuchel sagen, so, wir gehen jetzt hier rechts rum und wenn Salihamidžić sagt links rum, dann kann er wahrscheinlich kurz mal vor die Tür gehen. Also so schätze ich Tuchel ein. Da hat er wahrscheinlich bei Nagelsmann noch einen besseren Stand, weil er da das Alter ein bisschen gespielt hat. Aber ist klar, man weiß nie Internas, man weiß immer bei Bayern mehr Internas als bei einem anderen Verein wahrscheinlich, weil da immer irgendwas ist. Aber man weiß nie, wie so die Gemütslage der Spieler bzw. Verantwortlichen ist mit irgendwelchen Sachen. Also wie gesagt, kann ja auch mal, dass du in irgendwelchen Gesprächen irgendwas zu irgendjemandem gesagt hast, abfällig, will ich jetzt gar nicht sagen, also das ist hinter verschlossenen Türen und würde sagen, ey, nee, komm jetzt, ja. Ist ja nur reine Spekulation, aber irgendwas muss ja so passiert sein, dass es eine Veranlassung ist, das jetzt zu machen. Ich glaube, das ist einfach von allem irgendwie so, also gesagt, jetzt der richtige Zeitpunkt. Und hältst du es auch für richtig? Ich glaube, unter der Voraussetzung, wenn du sagst, ich mache es im Sommer sowieso und jetzt kannst du nur den einzigen Wunschtrainer haben, weil wir sonst alle schon auf der Welt gehabt haben, wenn du sie alle durchgehst, weil du hast schon Guardiola, du hast Ancelotti, der die Champions League gewonnen hat, der andere ist deutscher Nationaltrainer, sagst du, oh, viele bleiben mittlerweile nicht mehr übrig, die ich irgendwie... die auch deutschsprachig sind. Ne? Also, ja, Jürgen Klopp dann irgendwann noch. Ne? Ja, Klopp, der hat aber noch so, das ist zwei Freunde nicht. Ja, also ich sehe das genauso wie Patrick und denke auch, dass es nicht nur was mit der Leistung zu tun hat, dass da sicherlich mehr hintersteckt um diese Entscheidung, die Bayern getroffen hat. Ich halte sie nicht für sinnvoll für diesen Zeitpunkt und Bayern steht gut da, es ist alles noch möglich. Von daher, ja, werden die schon, glaube ich, ihre Gründe haben, die wir halt noch nicht kennen, vielleicht irgendwann mal erfahren. Aber von daher finde ich den Zeitpunkt nicht unbedingt richtig und ich glaube, wer sagt das jetzt gerade, wenn man es jetzt hätte, sowieso im Sommer geplant, aus gewissen Gründen, denn sich von Nagelsmann zu trennen, die Chance jetzt nutzt, dann auch Tuchel zu bekommen, das dann jetzt einfach gemacht hat. Ja, das ist sicherlich dann auch nochmal der Grund, warum sie das jetzt vielleicht gemacht haben, wenn sie es im Sommer eh schon aus gewissen Gründen vorhatten. Vor allem, wenn du es machen willst und nachher holst das Double oder sowas, dann denken die Leute auch, also ja, total bekloppt. Ja. Jetzt ist er hier deutscher Meister, was wollt ihr denn noch? Dass er jetzt die Champions League gewinnt oder sowas? Also das ist. So, eigentlich wollte ich die Sendung ja immer 90 Minuten machen, aber ich glaube, wir sind schon weit drüber, tippe ich jetzt mal. Und ich habe schon langsam Angst, dass der Akku irgendwann leer ist oder die Speicherkarte. Deswegen jetzt Rapport zum Ende, ganz schnelle Antworten. Wer gewinnt denn am Wochenende, Bayern oder Dortmund? Dortmund. Bayern. Ja, eigentlich wollten wir noch ein bisschen was über die Nationalmannschaft sprechen, weil wir uns, komm bitte, wie findest du es, dass Joshua Wagnermann in der Nationalmannschaft gespielt hat? Ich meine, immerhin ist er bei Stuttgart beim Absteiger Ersatzspieler. Ja, ich glaube, es gibt in der Oberliga viele Spieler, die mehr Spielzeiten haben. Und, nein,
Ja, ist schwer zu nachvollziehen, ne? warum so ein Spieler dann für die Nationalmannschaft nominiert wird. Das ist ja begründet aufgrund von Leistungen, die er in der Vergangenheit vielleicht in der U21 gebracht hat, aber keine Ahnung. Also er will jedem eine Chance geben. Ich finde viel schlimmer, dass gesagt wird, wir haben eine Heim-EM in anderthalb Jahren und wir haben jetzt die Möglichkeit, das Publikum wieder hinter uns zu bringen. Und dann geht man ins Spiel und liefert gegen Peru so eine mittelmäßige Leistung, aber so nicht mehr als nötig. Und gestern in der ersten Halbzeit halt, da hat ja alles gefehlt, um Publikum mitzureißen. So, und das finde ich halt viel schlimmer. Und da muss ich ja Mannschaft und alles drumherum irgendwie mal hinterfragen. Wie kriegt man das mal wieder hin? Das würde ich jetzt gar nicht an einzelnen Spielern festmachen. Ich gucke mir den Scheiß erst wieder an, wenn ein Eröffnungsspiel ist. Also, wen interessiert die Nationalmannschaft, wenn es nichts mehr geht? Also die nächsten ein Vierteljahre sind einfach verschenkt. Also gar nicht, sich da. Also, keine Ahnung. Das sind die Erfolgs. Das einzig Blöde ist immer, dass zur gleichen Zeit keine Bundesliga läuft oder sowas. Das ist halt nur, das läuft. Aber ich gucke mir mittlerweile schon England-Italien lieber an als Deutschland-Peru, weil da um irgendwas geht. Also das ist, tut mir leid. Ist ja auch okay, dass die so alle ausprobieren und finde ich ja in Ordnung, aber interessiert mich, habe ich auch eigentlich überhaupt gar keine Meinung zu. Wie gesagt, wenn ein Eröffnungsspiel ist, dann fieber ich wieder mit und dann freue ich mich auch, aber vorher tue ich mir den bisschen. Ich hau drauf, aber ich habe keine Meinung. Ja, wir wollten eigentlich auch gar nicht mehr über den, also wir haben eigentlich gar keine Zeit dafür. So, aber ich habe, bevor ihr zu euren Schlussplädoyers kommen dürft, gibt es ja noch zwei Zuschauerfragen. Eine davon geht an Patrick. Gestellt ist sie von Söhre0612. Holstein oder St. Pauli? Ja, das ist ja immer eine Scheißfrage. Was Holstein sagt? Also, natürlich Holstein Kiel, ich bin gebürtiger Kieler. Alles klar. Und dann haben wir noch eine Zuschauerfrage an Necho. Kann ich einen anderen Namen ausdenken? Also, kannst du als Söhre 06. Warte, wir haben noch eine zweite Zuschauerfrage an Necho von Söhre0612. Bodo Schild oder Volker Koppelt? Uiuiui. Oh. Ui. Ja, danke. Ja, Volker Koppelt kenne ich nicht wirklich, Bodo schon. Wie ich eben auch schon zu Beginn mal gesagt habe, dass er natürlich auch gute Seiten hat und aber auch gleich auch so viele schlechte. Ich finde einfach, Entscheidung, Bodo, ja. Gut, was ist in der Sendung, nicht gefallen, was du unbedingt noch loswerden willst, Björn? Nee, ich bin wunschlos glücklich, hat mir gut gefallen. Möchtest du jemanden grüßen? Nee, ich grüße meine Mutter noch, nee. Buddy. Ich glaube, ich habe alles losgeworden, was ich loswerden konnte heute. Von daher, ja, du durftest ja lange kein Interview geben, dann konntest du mal richtig. Ja, das konnte ich nochmal richtig. Ich hoffe, dass ich dann bald wieder eingeladen werde, dass wir dann nach der EM dann nochmal so die Nationalmannschaft diskutieren. Ja, wunderbar, machen wir gerne. Ja, vielen Dank erstmal noch an dieser Stelle für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht in der Runde und freue mich, wenn ich vielleicht irgendwann mal wieder hier bei dir Platz auf dem Sofa nehmen kann. Sehr gerne. Das war eine wunderbare Runde, hat mir super gefallen. Wir sagen Tschüss und kickt mit uns.